Sehr gut. Ja, dann herzlich willkommen zur zweiten Sitzung der Universitätsvertretung im Wintersemester 21/22. Mittlerweile sind wir schon im 22. Ich eröffne die Sitzung um 17.07 Uhr mit einer kleinen Verspätung. Komme zum ersten Tagesordnungspunkt, Feststellung der Anwesenheit der Mandatarinnen und Mandatare, der Beschlussfähigkeit, Stimmübertragungen, Nominierungen und Bestellung eines Schriftführers, einer Schriftführerin. Ich stelle fest, es sind 17 von 17 Mandatarinnen und Mandatare anwesend. Wir sind somit auch beschlussfähig. Gibt es Stimmrechtsübertragungen? Ich möchte mal eine ständige Ersatzperson wechseln auf Matthias Blin, bitte. Ja. Gut, ganz kurz. Deine ständige Ersatzperson ist jetzt die Valentina Hofstetter. Ja, die ist auch in der Schweiz auf Montag. Ist sie dann noch inskribiert an der Uni, da fällt sie ganz weg. Ich kann es auf jeden Fall mal notieren, wir sind da gerade in einem rechtlichen Problem, dass man ständige Ersatzpersonen, wenn man es einmal nominiert hat, nicht mehr umnominieren kann. Kurzes Update, der Wolle ist da dankenswerterweise schon dahinter, da gibt es mehrere Rechtsmeinungen. Wie das jetzt aber unsere Wahlkommission sieht, ist spannend. Wir notieren es aber mal mit Vorbehalt und klären das nochmal ab, wenn das passt. Matthias Blim. Jo. Perfekt. Seiten. Ah, entschuldige. Ich möchte für den Finanz- und Kontrollausschuss für Maximilian Niedermeyer und für Lara Reiter Ersatzpersonen nominieren. Hm? Für Maximilian Niedermeyer die Margret Stauffner. Und für Lara Reiter Daniel Hinterlechner. Sehr gut. Vielleicht sollte man bei diesem Tagesordnungspunkt den Tagesordnungspunkt des Schriftführers und einer Schriftführerin vorziehen. Dann kann die nämlich gleich die Namen mitprotokollieren. Wäre mein Vorschlag, gibt es Nominierungen bezüglich Schriftführung? Bitte? Ich nominiere Hanna Obereigner. Hanna Obereigner, sehr gut. Ja, dann stimmen wir ab, wenn es keine weiteren Nominierungen gibt. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Gratuliere Hanna, du bist einstimmig zur Schriftführerin gewählt. Ich dann meine Bitte, bitte gleich die Unnominierungen mitprotokollieren. Finanz- und Kontrollausschuss, ja, euch ihre zwei Ersatzpersonen, wie eh schon genannt. Und die etwaige Umnominierung der Ersatzperson bei der NOMEM auf den Matthias Blim, wo wir aber mit Vorbehalt uns das nur genauer anschauen, wie die Wahlkommission das sieht. Gibt es weitere Nominierungen? Claudia, bitte. Beim Finanz- und Kontrollausschuss haben wir zwei Umnominierungen mit den Ersatzmitgliedern, einmal den Johannes Neuhuber und einmal den Sebastian Riemer. Danke. Gibt es Nominierungen für den Senat? Claudia, bitte. Als Hauptmitglieder den Sebastian Riemer statt der Anja Federschmidt. Und den Gernot Brezina statt den Tobias Remitzhofer. Ersatzmitglieder, den Johannes Neuhuber, die Nadine Danninger und den Michael Steinmeier. Danke. Gibt es noch weitere Nominierungen? Ist nicht der Fall. Sehr gut. Dann schließe ich Tagesordnungspunkt 2 und komme zu 1 und komme zu Tagesordnungspunkt 2. Genehmigung der Tagesordnung. Da möchte ich gleich einen Antrag stellen, den Tagesordnungspunkt 12 zu streichen, weil wir keine Wahl der Referentinnen und Referenten haben. Das war anfangs geplant, ist jetzt aber nicht der Fall. Gibt es zu dieser Änderung irgendwelche Anmerkungen? Sehr gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir diesen Antrag zur Abstimmung bringen. Ist irgendwer gegen diese Änderung? Gibt es Enthaltungen? Sehr gut, somit ist diese Änderung einstimmig angenommen. Dann können wir gleich die Tagesordnung genehmigen. Gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Sehr gut, somit ist auch die Tagesordnung einstimmig angenommen. Schließe Tagesordnungspunkt 2, komme zu Tagesordnungspunkt 3. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung. Das Protokoll ist ausgeschickt worden. Gibt es dazu Anmerkungen, Ergänzungen, Änderungswünsche? Ist auch nicht der Fall. Sehr gut. Dann bringen wir das Protokoll zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen?
Sehr gut, dann ist auch das Protokoll einstimmig genehmigt. Schließe Tagesordnungspunkt 3 und komme zu Tagesordnungspunkt 4, Wahl des zweiten Stellvertreters, in diesem Fall noch dem Vorschlag der Stellvertreterin, gemäß § 33 Absatz 5 HSG. Die Einladung ist doppelt unterschrieben, das ist aber nicht der Antrag. Der Antrag ist auch ausgeschickt worden mit zwei Unterschriften drauf, weil wir das ja für die Form brauchen. Der Wahlvorschlag mit der Nadine Danninger ist auch schon zwei Wochen vorher ausgeschickt worden. Nur kurz zur Ergänzung. Nadine, magst du dich ganz kurz vorstellen, bitte? Sehr gerne. Ja, ich bin die Nadine. Ich studiere Wirtschaftspädagogik im dritten Semester. Und im Zuge einer Stellvertretung, die ich habe, würde ich mich als BIPET-Studentin sehr gerne im Bereich SOWI sehr anziehen. Und also in Zusammenarbeit mit der SOWI-Fakultät, da weiterhin die Diskrepanz, die es gibt von die Altersleuten weiter beschäftigen und wieder mehr vernetzen, vor allem mit den Studierenden, genau, dass einfach wieder mehr Zusammenarbeit und bessere Kommunikation herrscht. Und generell mit Olle würde ich gerne die Zusammenarbeit weiterhin so gut aufrechterhalten. Genau, danke. Habt ihr irgendwelche Fragen? Ich meine, ich weiß, du sitzt da im Finanz- und Kontrollausschuss drinnen. Hast du irgendwie abseits davon ÖH-Erfahrungen? Nee, ja, also, was du davor in der ÖH gemacht hast. Ach so, ja, genau. Ich bin in der Studienvertretung in Hannover eben tätig. Habe da auch ein Mandat und bin da auch teilweise für Social Media und Veranstaltungen tätig und bei der Organisation halt dabei. Ist nicht der Fall. Sehr gut, dann kommen wir gleich zur Wahl, damit wir heute keine Zeit verlieren, weil es wegen Corona ja ein bisschen problematisch ist. In einem Raum brauchen wir nur Wahlzeugen. Gibt es Nominierungen für die Wahlzeugen? Bitte. Ich nominiere die Christina Reuss. Ich nominiere den Tobias Leitner. Sehr gut, also nominiert sind die Christina Rössel und der Tobias Leitner. Gibt es da Gegenstimmen für die zwei als Wahlzeugen? Enthaltungen? Sehr gut, dann herzliche Gratulation, ihr seid einstimmig die Wahlzeugen. Die Wahlurne ist da hinten, ihr dürft gleich vollziehen sozusagen. Kurze Info, nur die Wahlzettel sind leer. Das heißt, für die Nadine bitte Ja draufschreiben, ansonsten Nein. Das andere, würde ich sagen, ist dann ungültig, wenn es nicht klar erkennbar ist. Margret Stauffner in Vorbereitung. Ich bin
Viermal ja, fünfmal ja, sechsmal ja, siebenmal ja, achtmal ja, neunmal ja, zehnmal ja, elfmal ja, zwölfmal ja, dreizehnmal ja, vierzehnmal ja, fünfzehnmal ja, sechzehnmal ja und einmal ungültig. Sehr gut, dann herzliche Gratulation. Die Wahl ist mehrstimmig durchgegangen. Die Frage: Nimmst du die Wahl an? Sehr gut, dann herzliche Gratulation. Nur ganz kurz ein Antrag auf Vernichtung der Stimmzettel. Gibt es da Gegenstimmen? Enthaltungen? Sehr gut, zumindest ist das dann einstimmig angenommen. Die Claudia mich ganz kurz nur was sagen. Claudia, bitte. Danke. Ja, für mich ist auch mal irgendwann die Zeit vorbei. Ich habe vorher kurz in die Runden geschaut. Wer sozusagen meinen Weg mitbegleitet hat, ist eigentlich nur der Wolle im Sinn gekommen. Danke trotzdem für die super Zusammenarbeit in den letzten Jahren, was man so sagen kann. Es hat immer wieder gute Diskussionen gegeben, da bin ich ja froh drüber, das gehört trotzdem auch dazu. Und die Nadine wird das sicher super machen, ich kenne die Nadine schon eine Zeit. Sie ist auf jeden Fall hartnäckig, also sie ist nicht leicht zu handeln, aber dafür umso hartnäckiger eben in ihrer Arbeit. Und das wird sie sehr gut machen. Und los, setzt mich auf keinen Fall. Ich werde trotzdem jetzt dann da nebenbei Platz nehmen. Also, ihr setzt mich auf jeden Fall nicht los. Danke trotzdem. Ja, Claudia, ich möchte auch nochmal Danke sagen. Mit Bussi links, Bussi rechts haben wir halt leider wegen Corona nicht so die Freude. Aber ich darf das so überreichen und den Abschied, den holen wir noch nach und feiern wir dann, wenn Corona es wieder zulässt. Danke für deinen Einsatz. Es war eine unglaubliche Erleichterung dieses Semester, dass du noch im Vorsitz dabei warst und das begleitet hast. Ja, und alles Gute für dein Studium. Dankeschön. Danke, danke. Sehr gut, somit. Ich mach drei. So, nächstes Namensschild ohne Mitch, wie sie sich gehört. Sehr gut, dann schließe ich Tagesordnungspunkt 4.
und komme zum Tagesordnungspunkt 5, Bericht vom Vorsitz, also von mir und meinen Stellvertretern. Ich werde meinen Bericht ganz kurz halten, um die Zeit ein bisschen einzusparen. Falls ihr Fragen habt, bitte jederzeit gern. Es hat einen Antrag gegeben zu den Menstruationsartikeln. Ich habe da auch mit dem Rektorat schon gesprochen. Es ist alles am Laufen. Sie prüfen momentan die Finanzierung. Die Meinung vom Rektorat ist, wenn man es macht, dann flächendeckend am gesamten Campus, auch den Med-Campus, und so hygienisch wie möglich. Das heißt, es ist eher momentan die Frage der Spender steht im Raum, dass man Spender eben montiert, wo man die Hygieneartikel eingeben kann. Und ja, es wird gerade im Rektorat geprüft. Sobald es da Updates gibt, melde ich mich natürlich sofort bei euch. Zur ÖH-Umfrage, die ist am Montag ausgeschickt worden. Ich hoffe, ihr habt schon alle fleißig teilgenommen. Wenn nicht, dann bitte unbedingt nur mitmachen. Zum Thema Lehre, Campus und Mobilität. Mobilität ist mehr oder weniger der Hauptschwerpunkt, einfach aus diesem Grund, weil wir Corona mittlerweile einfach so sehen, ja, es ist da. Ja, es ist immer noch Online-Lehre und das führt dann noch zu vielen Problemen, aber es haben sich sehr viel schon daran gewöhnt und wir wollen den Weg zurück zur Normalität wieder ein bisschen einleiten sozusagen, hoffen, dass es mit den Corona-Zahlen dann ab nächsten Semester möglich ist und wollen schauen, dass wir wieder normale Themen, die nicht Corona sind, auch ein bisschen in den Vordergrund rücken, damit wir ein Stück Normalität zurückkriegen. Da hat es auch einen Antrag gegeben vom Klimareferat, dass wir die Umfrage, die jetzt quasi draußen ist, auch zum Thema Fahrrad machen. Ich habe den Fragebogen mit allen Fraktionen abgeklärt, wisst ihr eh Bescheid. Und auch mit dem Klimareferat in weiterer Folge, dann auch mit dem Niki Doppelhammer, die haben dann noch Fragen auch ergänzt. Und auch das Thema Fahrrad ist somit aus ihrer Sicht ja, abgeklärt und ausreichend drinnen, dass man in diesem Bereich auch gut weiterarbeiten kann in Zukunft. Dann hat es eine Lösung gegeben zu den Semesterparktickets, dass man wieder 60 Euro rückerstattet kriegt. Das war eine sehr erfreuliche Nachricht. Ich habe da immer wieder nachgefragt seitens der Uni. Ja, es ist natürlich nicht so erwünscht gewesen, wieder 60 Euro zu erstatten. Es ist aber durchgegangen. Auch nächstes Semester kriegt man den Rabatt, wenn man dieses Semester die kompletten 130 Euro bezahlt hat. Wenn man nicht mehr studiert, kann man es rückerstatten. Zu den Semestertickets generell, zu den Öffi-Tickets, ist es leider ein bisschen komplizierter. Da hängen ein paar mehr Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger dran. Ich habe mit dem Büro Landesrat Steinkellner, der ja für die Klimatickets auch zuständig ist, beziehungsweise Öffi-Tickets in Oberösterreich, gesprochen. Es ist eher kompliziert, weil diese Öffis im vollen Ausmaß zur Verfügung gestanden sind, weil die natürlich auch finanziert werden. Ich weiß, das ist für uns kein Argument, weswegen wir locker lassen, lasse ich auch nicht, wir sind weiterhin dran. Es schaut aber momentan nicht so gut aus, wir bleiben aber weiterhin dran. Vielleicht gibt es ja nur eine Vergünstigung für das nächste Ticket, mal schauen. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Dann ganz kurz zu einem anderen Thema, mentale Gesundheit. War ich vorgestern mittlerweile beim Landesrat für Jugend und Soziales, habe ein bisschen über mentale Gesundheit geredet und ein bisschen gebrainstormt und kennengelernt, also noch nichts Konkretes, aber nur, dass ihr wisst, in diesem Bereich wollen wir auch ein bisschen was machen. Dann ganz kurz noch ein Bericht zur TU. Ich werde es dann aber noch genauer ausführen, wenn der Wolle da dazu was sagt. Möchtest du das unter Allfälliges dann machen? Ja, machen wir es unter Allfälliges. Dann werde ich einfach daran ergänzen. So viel zu meinem Bericht. Gibt es dazu Fragen? Sehr gut. Stefan, Dankeschön, du hast auch noch kurz was? Ich habe es eventuell sogar kürzer. Meine zwei Schwerpunkte dieses Semester waren zum einen die Referatstruktur und zum anderen war es die ÖH-Website plus die ÖH-App. Da möchte ich mich grundsätzlich einmal bei allen bedanken für die konstruktive Zusammenarbeit. Wir haben sie einmal super unterhalten können bezüglich der Referatstruktur und über die Website, da haben wir vor kurzem noch ein Meeting gehabt, plus App. Und es freut mich sehr, dass wir heute die ersten Schritte Richtung Referatstruktur, da wo immer denken, wo wir hin können, setzen können und werden, hoffentlich. Und zusätzlich werden wir heute auch abstimmen, mit welcher Firma, dass wir die ÖH-Webseite und die ÖH-App ins Finale bringen wollen und umsetzen wollen gemeinsam. Und
dahingehend hoffe ich, dass wir heute einen großen Konsens finden bei diesen zwei Punkten, bei der Referatstruktur komme ich später noch dazu und bei der Web und der Webseite und App kommt eher dann nur der Antrag. Und wenn es so noch Fragen gibt, bitte jederzeit bezüglich bei der Webseite gibt es ab und zu immer wieder die Frage, was und wie genau und was ist da passiert bisher. Da bitte jederzeit an mich herantreten. Mit Wolle habe ich schon ausführlicher über die Webseite gesprochen und wie das zustande gekommen ist. Und das würde ich jedem anbieten, der gern mehr Infos haben möchte. Dankeschön. Danke. Gibt es jetzt Fragen zu den Vorsitzberichten? Bitte. Ich glaube, im Senat haben wir die Rede von diesen Leitungsplagiatsbands. Kannst du mir ganz kurz sagen, was du wie das genau abläuft und wie wir uns als ÖH da oder wie was ihr da, wie wir da involviert sind als ÖH? Muss ich mal anschauen, kann ich dir das dann schriftlich beantworten, damit ich jetzt nichts Falsches sage, ich werde es auf jeden Fall nachreichen. Sehr gut, habt ihr sonst noch? Ja, voll. Es betrifft das EY-Gewinnspiel, was wird auf den ÖHJKU Social Media Kanälen. Grundsätzlich ist das ja eher was, was in dem News-Bereich anzusiedeln ist. Da wollte ich einfach fragen, worüber wir das finanzieren, dieses Gewinnspiel, beziehungsweise von wem das organisiert wird, weil es ja eigentlich eher ein News-Bereich ist. Stimmt, es gehört auch zu News dazu, weil EY auch eine Rechtsabteilung hat. Es ist aber hauptsächlich auch eine Wirtschaftsprüfung und deswegen auch für Vius, Vivi, Win relevant, BWL, die ganzen Master, weswegen wir dann gesagt haben, wir machen es als ÖH generell, damit auch viele Leute einfach die Chance haben, die mitmachen wollen, das mitmachen und das sägen. Zur Finanzierung, also wir zahlen dafür nichts, das ist einfach ein kostenloses Angebot, sozusagen eine Win-Win-Situation für beide und kostet. Organisiert wird, Entschuldigung, kann ich nur darauf eingehen, von der ÖH Vius, die eben dann gebeten hat, dass wir das allgemein machen, weil es eben dann auch mehrere Studienrichtungen betrifft und wir eben allen die Chance geben wollen, dass sie mitmachen können. Bitte. Ja, in der letzten Sitzung noch gefragt, also dich gebeten, dass du beim Rektorat nachfragst, für was die Studiengebühren verwendet werden. Gibt es dazu Neuigkeiten? Gibt es leider noch nicht. Okay. Wann rechnest du damit? Beim nächsten Termin mit dem Rektorat rechne ich damit, wo wir auch dann hoffentlich eine Antwort zu den Menstruationsartikeln kriegen. Ja. Das heißt zeitlich? Zeitlich kurz vor der nächsten Senatssitzung, muss ich da schnell im Kalender schauen, wann die ist. Die nächste Senatssitzung ist am 15. März, das heißt gleich Anfang vom nächsten Semester. Bitte. Gibt es noch weitere Fragen? Sehr gut, dann schließe ich Tagesordnungspunkt 5, komme zu Tagesordnungspunkt 6, Bericht der Referentinnen und Referenten. Die Tätigkeitsberichte sind ausgeschickt worden, habt ihr dazu Fragen? Ist nicht der Fall, somit schließe ich Tagesordnungspunkt 6, komme zu Tagesordnungspunkt 7, Bericht der Vorsitzenden der Fakultätsvertretung. Gibt es dazu Fragen? Ist auch nicht der Fall, schließe Tagesordnungspunkt 7, komme zu Tagesordnungspunkt 8, Bericht des Finanz- und Kontrollausschusses. Max, darf ich bitten, dass du kurz... Ja. Der Finanz- und Kontrollausschuss hat heute getagt, also am 28. Jänner um 11 Uhr. Wir haben sie die Rechtsgeschäfte angeschaut, die Dienstverträge, wir haben sie den Jahresabschluss angeschaut. Da kann man berichten, dass der, dass da sehr sauber gearbeitet worden ist und wir da eigentlich nichts zu beanstanden haben in unserem Ausschuss.
Genau. Die Finanzen der ÖH JQ sind zweckmäßig und sowohl dem Gesetz als auch der Gebarungsordnung entsprechend geführt worden. Sehr gut, danke. Gibt es dazu Fragen? Ist nicht der Fall, dann schließen wir Tagesordnungspunkt 8 und öffnen Tagesordnungspunkt 9, Rechtsgeschäfte. Die Rechtsgeschäfte sind ausgeschickt worden und Änderungen zu den Dienstverträgen. Habt ihr dazu Fragen? Sehr gut, ist nicht der Fall. Wir haben in diesem Punkt Rechtsgeschäfte nur einen Antrag vom Dominik als Wirtschaftsreferent. Kannst schon loslegen. Ja, danke. Es ist ja schon in der FIKU diskutiert worden, beziehungsweise darüber abgestimmt worden. Kurz jetzt nur mal als sagen wir mal, allgemeine Erklärung für alle, was jetzt da das Thema ist. Wir haben ja im ÖH-Shop aktuell 6 Drucker angeleased von der Firma Xerox S&T. Da haben wir einen 5-jährigen Leasingvertrag abgeschlossen, wo wir eben die Druckleistungen dann dementsprechend beziehen. Die sind im Moment sehr, sehr teuer, also wir zahlen da im Jahr je nach Druckleistung 25.000 bis 30.000 Euro. Wissen durch Auswertungen, die wir vom S&T haben, dass wir nicht einmal alle 6 Drucker brauchen. Corona-bedingt natürlich jetzt generell weniger, wir haben jetzt nicht wirklich einen variablen Vertrag, sondern wir zahlen dann fixe Summe monatlich, da sind wir monatlich bei 1.900 Euro, egal wie viel wir drucken, egal wie ausgelastet die Drucker sind. Es ist jetzt dann im Herbst, beziehungsweise dann eigentlich im Dezember, ist es das dann richtig zum Thema geworden, dass wir von einer Konkurrenzfirma, von der Firma BBP, das ist ein ehemaliger Mitarbeiter von Xerox S&T, der sich da abgespalten hat, der uns da das Angebot unterbreitet hat, dass er uns da dementsprechend mit neuen Drucker, mit einem neuen Vertrag, gemeinsam mit uns, sagen wir mal, die Kosten optimieren könnte. Konkret geht es darum, dass wir dadurch einen neuen Vertrag abschließen würden für 4 neue Drucker, die wir in den ÖH-Shop installieren würden. Und wir hätten da diesen großen Vorteil dadurch, dass wir zum einen von der monatlichen Leasingrate erheblich runterkommen würden und zum anderen, dass wir da drinnen auch einen variablen Teil haben, der das ein bisschen berücksichtigt, wie viel wir drucken. Das heißt, wenn wir mehr drucken, zahlen wir mehr, nehmen wir natürlich dann dementsprechend mehr ein, und wenn wir weniger drucken, dann kriegen wir über einen Kontovertrag dementsprechend Geld durchgeschrieben. Das ist dieser Kern in dieser Arbeit. Jetzt hat es natürlich in der Kündigung vom Vertrag ein paar Probleme gegeben, oder Probleme, sind ein paar Themen aufgeploppt, konkret, dass S&T Xerox ist ein Linzer bzw. amerikanischer Konzern, die da zusammenarbeiten, die wollen natürlich jetzt nicht so leicht aus dem Leasingvertrag auszusteigen. Das heißt, sie müssten die Rest-Leasing-Summe dementsprechend irgendwie finanzieren, wir reden davon 38.000 Euro. Die Firma BBP, das ist eben diese kleine Abspaltung, die sitzen im Raum, die haben gesagt, sie könnten oder sie werden, da haben wir eine schriftliche Bestätigung schon, diese Rest-Leasing-Summe übernehmen, sie bringen dann von der Firma S&T die Drucker und im gleichen Zug könnten wir das mit denen abschließen. Wir haben da ein bisschen einen zeitlichen Druck, darum haben wir das halt bei der FIKO jetzt beschlossen, wir haben das Angebot erst vor ein paar Tagen gekriegt, weil im ÖH-Shop jetzt doch sehr die Umsätze sehr, sagen wir mal, zyklisch sind, im März und im Oktober, wo die Semester starten, nehmen wir sehr viel ein. Das heißt, wir würden das gerne nur im Februar jetzt die neuen Drucker dementsprechend installieren, dass wir dann mit März mit den neuen Drucker starten können, S&T abschließen können und den neuen in Betrieb nehmen können. Wir haben im Zuge von dem ganzen oder von diesem ganzen Prozess eng mit dem IT-Referat zusammengearbeitet, beziehungsweise auch mit den Damen vom ÖH-Shop. Die Damen vom ÖH-Shop haben ein bisschen das Problem gehabt mit Xerox S&T, dass da nicht wirklich ein Ansprechpartner da war, dass die teilweise sehr zögerlich reagiert haben, beziehungsweise wenn es jetzt irgendwelche Probleme gegeben haben, die nicht so flexibel waren. Da hätten wir einfach bei BBP den großen Vorteil, dass die im Raum sitzen, über ein Lager verfügen und dementsprechend sehr flexibel telefoniert haben. Es hat dann auch im Vorfeld mal Bedenken gegeben mit den Maschinen, die wir kriegen. Da habe ich heute nochmal mit denen telefoniert, die haben halt eben ein Lager, die können da sehr schnell auf das reagieren, sollte es jetzt ein Problem geben. Die haben schon von sich aus angeboten, dass sie dann, sobald der Vertrag steht, generell in regelmäßigen Abständen auch einmal im Monat vorbeikommen und sie da beim Shoppen nachfragen, was sie dann. Das heißt, das sind einfach ein paar Vorteile, die da aufploppen. Das Vertragsvolumen benötigt man dementsprechend auch einen Vorbeschluss. Ich werde jetzt zum kurz die Zahlen kurz präsentieren. Also wir reden jetzt beim Xerox-Vertrag, so zahlen wir aktuell 1.900 Euro monatlich. Ein bisschen mehr, also schwach 2.000. Und beim Neichen-Vertrag sind wir bei 1.500 monatlich, wobei eben 800 Euro reine Leasinggebühr für die Maschinen sind. Würden wir jetzt nichts drucken, wird es bei den 800 Euro bleiben.
Und diese 700 Euro, die wir sonst nur zahlen, kann man als ein Konto verstehen, wo wir ein gewisses Buchkontingent haben. Kommen wir drüber in der Nachverrechnung, aber wenn wir drüber kommen, haben wir natürlich auch die Umsätze durch den Shop, weil wir was verkauft haben. Und sind wir drunter, haben wir eben diesen enormen Vorteil, dass wir dementsprechend dann was gut geschrieben können, beziehungsweise was gut gestartet kriegen. Das hat den Vorteil eben in Kombination mit einem verbesserten Serviceangebot vom Unternehmen. Genau, ich würde dabei den Antrag wie folgt formulieren: Die Universitätsvertretung möge daher dem Beschluss der Finanz- und Kontrollkommission folgen und dem vorliegenden Angebot der Firma BPP zustimmen. Gibt es Fragen an mich, an das Angebot? Schaut mir jetzt aus. Danke fürs Vortragen von dem Antrag. Ich würde vorschlagen, wir bringen zuerst den Antrag zur Abstimmung und dann die restlichen Rechtsgeschäfte. Gibt es zum Antrag Gegenstimmen? Enthaltungen? Sehr gut, dann ist der Antrag einstimmig angenommen. Danke, Dominik. Und zu den restlichen Rechtsgeschäften würde ich wieder vorschlagen, dass wir es in Cumulo abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Sehr gut, somit sind auch die einstimmig angenommen. Dann schließe ich Tagesordnungspunkt 9. Komme zu Tagesordnungspunkt 10, Genehmigung des Jahresabschluss. Dominik, magst du wieder kurz vorstellen, bitte? Ja. Danke. Ja, gehen wir mal zum Jahresabschluss vom Wirtschaftsjahr 2020-21. Unser Wirtschaftsjahr ist ja gleich wie das Studienjahr geschalten. Das heißt, der Abschluss zum 30. Juni 2021. Der Jahresabschluss liegt jetzt seit knapp 1,5 Monaten im ÖH-Büro auf, in gefertigter Form. Des Weiteren ist er auf der Homepage dementsprechend schon ein paar Wochen jetzt veröffentlicht. Was hat sich geändert? Der Wirtschaftsprüfer hat uns die Unterschrift gegeben, er hat das geprüft, es hat jetzt keine größeren Anmerkungen gegeben. Das, was ich bei der FICO schon gesagt habe, was eigentlich ein recht positiver Vorteil war, und dann nochmal zur Erinnerung für alle, wir haben im letzten Wirtschaftsjahr den Wirtschaftsprüfer gewechselt. Der neue Wirtschaftsprüfer ist die Logos-Gesellschaft. Da, wo wir natürlich dann gemerkt haben, im November, wie die Prüfung stattgefunden hat, die sind, ich würde sagen, spezialisiert auf ÖH, aber die haben in ihren Kunden, in mehrere andere Hochschülerschaften ist Kunden drinnen. Das heißt, die haben die, sagen wir mal, Sonderspezifika, die so ein ÖH mit sich hat, dementsprechend gewusst und waren dann sehr, sehr gut informiert und haben dann auch in die Prozessbesprechungen andere Sachen einfach nachgefragt, was jetzt da wirklich sehr, sehr konstruktiv war, wo man gesehen hat, die schauen ein bisschen einen anderen Winkel auf das Ganze. Das heißt, der Wechsel hat da durchaus seine Vorteile gehabt. Zum Jahresabschluss, weiß jetzt nicht, wie viele von euch denn oder jetzt davon, wann wir es hinten durchgelesen haben. Ich werde jetzt nur ein paar Sachen erwähnen, die sie einfach da haben oder die jetzt, sage ich mal, nennenswert sind. Das, was jetzt einmal ein bisschen hervorsticht, wenn man es jetzt einmal in der Bilanz selber Abweichungen anschaut, ist einfach das Guthaben bei den Kreditinstituten, also der Kassabestand, das, was wirklich am Konto liegt. Mit 30.06. haben wir 630.000 Euro am Konto gehabt. Das ist verglichen zum Vorjahr, da waren wir bei 515, das heißt, wir haben Geld aufgebaut. Sicherlich lässt sich das damit begründen, dass einfach durch Corona weniger Sachen stattgefunden haben, weniger Ausgaben bei dementsprechend vor. Und dadurch haben wir einfach ein Guthaben aufbauen können. Man muss aber da immer dazu sagen, und das ist wichtig, das liegt jetzt nicht auf ein Konto, das ist auf zwei, drei Konten verteilt. Und wir kriegen immer im Sommer, in den Frühsommer rein, die letzte Rate von den UV-Beträgen. Das heißt, das ist im Juni immer relativ hoch und da müssen wir dann wieder ein paar Monate damit wirtschaften. Das heißt, diese 630 ist eher der höhere, der Gipfel von dem Cashbestand, den wir haben. Das, was auch noch zu nennen wäre, ist, wenn man sich dann die Gewinn- und Verlustrechnung anschaut. Das heißt, wie ist es im Laufe vom Wirtschaftsjahr, was waren für Erträge, für Einnahmen und was dann für Aufwendungen rauskommen, haben wir einen Gebarungsüberschuss von 55.000 Euro, was jetzt eigentlich sehr vorteilhaft ist. Im Vorjahr waren wir nur bei minus 10.000. Lässt sich damit begründen, dass zum einen die Ausgaben und die Aufwendungen dementsprechend zurückgegangen sind. Es ist jetzt nicht unser primäres Ziel, dass wir laufend Gewinne sage ich mal, generieren, sondern prinzipiell soll es ein Nullsummenspiel sein im Idealfall. Das heißt, es ist nicht, dass wir immer Gebarungsüberschüsse erzielen, aber prinzipiell ist es besser, wir ein bisschen zu viel über, als wir haben einen dementsprechenden Verlust.
Genau, wir haben natürlich auch, und das ist ein bisschen unsere Besonderheit, im Jahresabschluss unsere drei Rechnungskreise nennen wir. Das heißt, es gibt den Rechnungskreis Louis, ÖH-Shop und Sommerfest, die wir rustpflichtig sind, die wir dort speziell ausgelöst haben. Und natürlich alle drei sind dementsprechend hart getroffen worden durch Corona, was sich natürlich bemerkbar macht in Umsatzrückgang. Beim Louis haben wir den Vorteil, den wir heuer leider immer haben, dass wir im letzten Januar einen Bus-Ersatz gekriegt haben, weil wir haben eine Covid-Förderung gekriegt. Das heißt, wir haben letztes Jahr im Dezember schwach 20.000 Euro an Covid-Förderung gekriegt. Wir haben trotzdem ein Ergebnis von minus 27.000, was aber um 20.000 Euro jetzt niedriger ist als das Vorjahresverlust. Aber da muss man dann eben die Covid-Förderung wegrechnen, sonst sind wir am gleichen Wert wie das Vorjahr. Wobei man halt auch dazu sagen muss, es ist halt einfach insofern sehr, sehr, sehr schwierig, dass man in Zeiten von Corona, wo es einen Gastronomiebetrieb dementsprechend wirtschaftlich handhabt, halt einfach Herausforderungen sind, wo es halt einfach schwierig ist, dass man dementsprechend das da irgendwie durchbringt. Wir haben im Vorjahr, im Frühjahr für den nächsten Jahr mit dem Lukas einen Zielwert für das Wirtschaftsjahr definiert, dass wir schauen, dass wir es so bei minus 20 einmal einpendeln. Es ist natürlich jetzt, wir hätten im Oktober ein sehr starkes Ergebnis gehabt. Mit November ist dann wieder der Lockdown gekommen, was sich dann auch im Umsatz wieder schlägt. Kommen wir dann nur zu guter Letzt zum ÖH-Shop. Beim ÖH-Shop, der ist, sagen wir, in der Vor-Corona-Zeit immer eigentlich sehr gut gerannt, wo der Verlust eigentlich sehr, sehr, sehr niedrig war. Corona-bedingt sind wir jetzt beim Verlust von minus 41.000, wobei man halt beim Shop dazu sagen muss, denen trifft Corona richtig, weil da kriegen wir keinen Umsatzausfall, keine Entschädigung. Und durch das, dass generell weniger auf der JQ los ist, wird weniger gedruckt. Das heißt, da merkt man es richtig stark, diesen Corona-Ausfall. Im laufenden Wirtschaftsjahr haben wir gemerkt, also gerade der Oktober, der war ziemlich stark vom Umsatz. Wir haben im Oktober heuer 50.000 Umsatz gemacht, also im Grunde ein Drittel vom Vor-Corona-Umsatz in einem Monat generiert. Aber kaum schlägt mit November der Loch dann wieder ein, ist mehr oder weniger tote Hose. Man hat zwar eine gewisse Kundenstruktur und es gibt schon ein Geschäft, aber das ist natürlich viel komprimierter. Wir haben bei Louis und bei Shop geschaut, dass man dann die Öffnungszeiten ein wenig verkürzt etc., dass man da ein wenig runterkommt. Ist halt bei beiden Wirtschaftsbetrieben schwierig, die Lage, dass man da nicht dementsprechend irgendwo ordentlich wirtschaftet, wenn es halt durch Lockdowns dementsprechend und beziehungsweise auch keinen präsenten Unibetrieb stark betroffen ist. Ja, der dritte Wirtschaftskreis war das Sommerfest, aber da haben wir in dem Fall weder Eingaben noch Ausgaben gehabt. Also, ja, das ist dazu. Na gut, danke. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Ist auch nicht der Fall. Sehr gut, dann würde ich vorschlagen, dass man den Jahresabschluss in der Form, wie mir der Dominik gerade in Kurzform präsentiert hat, genehmigen. Gibt es dazu Gegenstimmen? Enthaltungen? Sehr gut, zumindest der Jahresabschluss einstimmig genehmigt. Gratuliere Dominik und danke für deinen Einsatz. Schließt Tagesordnungspunkt 10, kommt zu Tagesordnungspunkt 11. Anträge zur Änderung der Satzung. Es gibt drei Satzungsänderungsanträge. Ich würde vorschlagen, wir starten gleich mit dem ersten bezüglich dem Wort Februar. Wollet, magst du gleich deinen Antrag vortragen, bitte? Ja. Ich hoffe, das ist der letzte Antrag in dieser Form zur großen neuen Überarbeitung der Satzung bzw. Neuschreiben der Satzung. Wir haben auch noch den Februar vergessen, der ja eher nicht so durch Anwesenheit geprägt ist an der Hochschule und darum habe ich den Antrag gestellt, dass wir im Februar zusätzlich noch aufnehmen für die interimistische Betreuung für Referentinnen. Gut, vielen Dank. Gibt es dazu Fragen? Sehr, ja. Ich hätte eine Wortmeldung. Wir sind jetzt nicht gegen diesen Antrag, natürlich nicht, aber ich möchte schon darauf hinweisen, dass es nicht Sinn der Sache ist, dass wir in jeder HV-Sitzung unsere Satzung neu abstimmen bzw. abändern. Stimme ich dir völlig zu, bin auch beim Wolle. Wir hoffen, es ist der letzte in dieser Form. Durch diese große Änderung kommt man aber immer wieder drauf, dass manche Sachen praktisch dann vielleicht doch nicht so super sein, wie wir es theoretisch gedacht hätten. Sollte aber jetzt der letzte sein, weil alle großen Ferien nicht mehr drinnen stehen. Danke. Gibt es weitere Fragen oder Wortmeldungen?
Ich kann nur schon sagen, in der nächsten Sitzung werden wir wieder eine relativ große Änderung haben, weil wir dank im HSG die Änderung von Aufwandsentschädigungen in Richtung Funktionsgebühren eintun müssen. Ja, es ist nicht Sinn der Sache, dass wir die Satzung laufend ändern. Es gibt aber halt entweder Erledigungen, wie wir gleich den nächsten Antrag noch haben, oder Gesetzesänderungen, wo wir es sowieso machen müssen. Und ja, wir haben halt einfach beim Neuschreiben doch ein paar kleine Fehler reingehauen. Auf die werden wir drauf kommen und früher oder später werden wir dann hoffentlich wieder sehr lange mit unserer Satzung glücklich sein. Hoffentlich. Danke. Sehr gut. Dann würde ich vorschlagen, stimmen wir gleich über diese Satzungsänderung ab. Machen wir es einmal umgekehrt. Wer ist für diesen Antrag? Oh, sehr gut. Schaut einstimmig aus. Ja, somit ist der Antrag einstimmig genehmigt. Und die Satzung wird dahingehend geändert. Kommen wir gleich zum zweiten Antrag. Du hast ihn schon angekündigt, dass gleich fortfahren. Bitte. Genau, der zweite Antrag ist bezüglich der Suspendierung von Referentinnen. Das Ministerium hat Erledigung gemacht, insgesamt zu Dingen in Satzungen, wo sie sehr viele Satzungen von diversen Hochschulen durchgeschaut haben, ein bisschen genauer. Und drauf kommen sind, dass manche Sachen nicht gängen, die Hochschulen drinnen stehen haben. Das trifft uns tatsächlich bei dieser Erledigung mit, glaube ich, 8 Punkte nur an einer einzigen Stelle. Ich glaube, 8 waren es. Nein, die waren es sogar. Aber es trifft uns an einer einzigen Stelle, nämlich, dass das Ministerium die Rechtsmeinung vertritt, dass man Referentinnen nicht suspendieren kann aus Vorsitz. Das ist hinzunehmen und das Ministerium hat uns in dieser Erledigung aufgefordert, diesen Passus zu streichen. Das soll mit dem Antrag erledigt werden. Danke. Gibt es dazu Fragen und Wortmeldungen? Auch nicht der Fall. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Sehr gut, somit ist auch diese Satzungsänderung einstimmig angenommen. Dann gibt es noch eine dritte Satzungsänderung. Stefan, bitte. Dankeschön, Vanessa. Genau, jetzt kommen wir zur dritten und letzten Satzungsänderung für heute. Es geht darum, um die Referatstruktur. Wir haben sie am Anfang des Semesters einmal zusammengesessen und haben breiten Konsens gefunden, dass wir auf jeden Fall das Referat für digitale und multimediale Lehre ins Referat für IT eingliedern wollen. Und deswegen diese Satzung heute im Zuge der effizienten und qualitativen Referatstruktur soll das Referat für digitale und multimediale Lehre und das Referat für IT eingegliedert werden. Die Universitätsvertretung der ÖHJKU möge daher beschließen, § 6 Absatz 1 R Referat für digitale und multimediale Lehre zu streichen. Ich bitte um Zustimmung. Danke. Sind dazu noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen? Ja gut, ist auch nicht der Fall. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Sehr gut, somit ist auch diese Satzungsänderung einstimmig angenommen. Vielen Dank. Dann schließen wir Tagesordnungspunkt 11. Kommen zum Tagesordnungspunkt 12, Anträge. Zu den generellen Anträgen. Da gibt es einen Antrag vom Stefan bezüglich ÖH-Homepage zum Kosten oder beziehungsweise zur Kostenschätzung. Stefan, bitte. Ja, aufgrund des positiv abgestimmten Antrags zur Barrierefreiheit und Neugestaltung der ÖH-Homepage und damit die aktuelle ÖH-App auf den neuesten Sicherheitsstand gebracht und aktualisiert wird, wurden Kostenschätzungen bzw. Kostenvoranschläge von verschiedenen Unternehmen eingeholt. Nachdem ausreichend Kostenvoranschläge eingeholt und auf Qualität und Kosten gesichtet wurden, möge die Hochschulvertretung der ÖH-JKU den beiliegenden Kostenvoranschlag zur Neugestaltung der ÖH-Homepage bzw. App annehmen. Und da möchte ich gleich dazu erwähnen, wir haben es gestern bei der Vorbesprechung schon besprochen. Grundsätzlich geht es darum, dass wir uns heute für die Firma Ahoy Captain entscheiden. Der Kostenvoranschlag liegt dem Antrag bei. Und die nächsten Schritte sind halt, dass wir dann mit dieser Firma gemeinsam aus UV die neue ÖH-Webseite gestalten. Ich bitte um Zustimmung. Sehr gut, danke. Gibt es noch Fragen zur Kostenschätzung oder Anmerkungen? Ist auch nicht der Fall. Dann würde ich sagen, bringen wir mal die Kostenschätzung zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen?
2,1. Das war. Sehr gut. Und dann nur die Pro-Stimmen bitte. Das sollten dann 15 sein. Wenn. Genau, somit ist der Antrag mehrstimmig angenommen. Kurz fürs Protokoll bitte nur einmal Nomen hat sie enthalten und einmal Öso hat sie enthalten, falls man das auf der Kamera nämlich dann nicht sieht. Super, vielen Dank. Dann kommen wir mal zum nächsten Antrag von den Junos zu den studentischen Clubs, bitte. Genau, im Laufe des Semesters haben wir mit einigen Studierenden geredet und wir sind einfach mit ihnen in Kontakt getreten und haben so die Erfahrung gemacht, die Leute, die wollen was tun, die Leute, die wollen sich gemeinsam treffen, die Leute wollen ein Ziel verfolgen, sei es ein Debattierclub, sei es ein Schachclub, ein Leseclub oder gemeinsam an technischen Wettbewerben teilnehmen. Und ich bin der Meinung, dafür sollte sich die ÖHJKU einsetzen und in diesem Antrag geht es einfach einmal darum, dass wir ein Konzept erstellen, wo wir definieren, was ist ein Club, ob wann, wie viele Studierende kommen zusammen, was wollen die machen, wie werden die gefördert, stellen wir ihnen Räumlichkeiten zur Verfügung oder unterstützen wir es mit Budget etc. Und grundsätzlich geht es bei diesem Antrag, ich lese den Antragstext vor, die Hochschulvertretung der ÖHJKU möge beschließen, dass ein Konzept erarbeitet wird, welches die Rahmenbedingungen zur Förderung studentischer Clubs und Initiativen ermöglicht. Und ich nehme gleich in Wolles seinen Vorschlag mit auf. Daher heißt der Antragstext dann, die ÖHJKU möge beschließen, dass ein Konzept vom ÖH-Vorsitz erarbeitet wird, welche die Rahmenbedingungen zur Förderung studentischer Clubs und Initiativen ermöglicht. Und dieser soll bei der nächsten UV der Universitätsvertretung präsentiert werden. UV-Sitzung der Universitätsvertretung präsentiert werden. Dankeschön. Sehr gut. Eine Zustimmung. Danke. Bitte. Könnte man das vielleicht in den Antragstext, also in die Antragspunkte, also in dem zweiten Punkt, du hast jetzt eben gesagt, dass da so ein bisschen beschrieben wird, was diese Arbeitsgruppe machen soll, dass man da nur dezidiert einschreibt. Womit, also was als Clubs definiert wird, weil ich finde das extrem wichtig in diesem Antrag. Mhm. Auf jeden Fall, können wir mit einem. Ja, passt, perfekt. Mhm. Sollte man dann schreiben zur Förderung studentischer Clubs insbesondere und dann? Nein, ich glaube, also wenn ich da kurz eingreife, ich glaube eher mehr, dass sich die Arbeitsgruppen damit auseinandersetzen soll, okay. Wie man Clubs definiert. Also ist ja nur ein Unterschied zwischen einem Schach und einem Kartellverband oder so. Ja, ja. Korrekt. Passt. Ermöglicht und Clubs genauer definiert. Genau, das ist ja in deinem Sinne. Perfekt. Mhm. Sehr gut. Gibt es weitere Wortmeldungen? Dann würde ich vorschlagen, bringen wir diesen Antrag in der geänderten Form mit dem eingebauten Text und Clubs genauer definiert. Plus eben diese Frist, dass dieses Konzept in der nächsten Sitzung präsentiert wird, zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Sehr gut, somit ist der Antrag einstimmig angenommen. Danke, dann kommen wir zum nächsten Antrag, den Antrag vom Daniel bezüglich Möblierung und Mistkübel am Campus, bitte. Jo, erstmal danke. Wer jetzt schon eine Zeit oder länger an der Universität ist, hat sicher bemerkt, dass sie einiges da hat. So hat es ja im Kepler-Gebäude was da, es ist renoviert worden, es sind alte Möbel raus und neue Möbel rein. Allerdings ist es so, dass die neuen Möbel, die rein sind, weniger sind, als wie die rausgekommen sind. Sprich, die Möglichkeiten für Studierende, sie wohin zu sitzen, sie auszutauschen, zu lernen und so, sind weniger geworden und deswegen mal
dieser Antrag. Erstens, weil eben die Möbel, die drinnen sind, irgendwie zwar schön ausschauen, aber keine gesunde Körperhaltung irgendwie fördern. Wer schon mal drauf gesessen ist, wird das sehr viel gespielt haben. Und zweitens hat sie zocken Mistkübeln auch was da, komischerweise. Zwar sind vor dem Kepler-Gebäude alle Mistkübel weggert da wollen. Ja, diesbezüglich auch nochmal dieser Antrag, dass da wieder was hin wird. Drum der Antrag, die HJKU möge da beschließen, dass sie sich für eine effiziente Bestückung mit ausreichenden lern- und arbeitsgerechten Sitzgelegenheiten des Kepler-Gebäudes insbesondere des Bereiches des Hörsaaltrakts einsetzt und sich für die Wiederbereitstellung ausreichender Mistkübel im Kepler-Gebäude sowie davor einsetzt. Mhm. Danke. Gibt es dazu Fragen, Wortmeldungen, Ergänzungen? Sehr gut. Dann bringen wir den Antrag gleich zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Sehr gut, zumindest der Antrag einstimmig angenommen. Dann kommen wir schon zum nächsten Antrag. Antragsteller ist der Sebastian Riemer von AG und Junos gemeinsam zum Klimaticket für Oberösterreich. Bitte. Ja genau, also wie wir alle mitbekommen haben, ist es seit September, Oktober gibt es das Klimaticket für teilweise ganz Österreich. Dann natürlich auch noch für Oberösterreich, und in Oberösterreich haben wir das Problem, dass wir entweder das Land Oberösterreich oder Oberösterreich mit den drei Kernzonen Wels, Linz und Steyr als Klimaticket nehmen können, und das kostet dann auch noch automatisch viel mehr, und das ist natürlich sehr belastend für Pendler. Ich bin auch ein Pendler, und das ist ja eine extreme Mehrbelastung, dass man da so viel für die Kernzonen mitzahlen muss, vor allem weil gerade in Linz ja 24.000 Studierende sind. Sollte das schon dabei sein, und darum möge die ÖHJKU beschließen, dass sich die ÖH dafür einsetzt, dass eine sinnvolle und studierendenfreundliche Lösung für die Kernzone Linz geschaffen wird und dafür mit Stadt und Land das Gespräch gesucht wird, sich die ÖH-Vorsitzende mit anderen ÖH-Vorsitzenden in Oberösterreich zu diesem Thema austauscht und sich die ÖHJKU für ein günstigeres Klimaticket für alle Studierenden unabhängig vom Alter einsetzt, weil das Klimaticket ja mit 26 begrenzt ist. Gibt es dazu irgendwelche Wortmeldungen, Fragen, Ergänzungen? Sehr gut. Dann bringen wir den Antrag zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Sehr gut. Somit ist der Antrag einstimmig angenommen. Dann kommen wir zum nächsten Antrag, Antrag zur Erhaltung des Sprachenangebots von der Birgit. Die Birgit ist nicht da, übernimmt das wer von euch, die Maggie, bitte. Ja. Genau, also es geht, wie eh schon im Titel, enthalten um das Sprachangebot der JQ, und die meisten Menschen, die mitgekriegt haben, dass sie da einiges ändern. Wir sind im Semester 2023/24. Da zu dem Zeitpunkt, als die Curricula auslaufen, erzähle ich ein bisschen mehr dazu, weil ich unter anderem auch als Fakultätsvorsitzende bei den Institutskonferenzen dabei bin. Genau, und es ist einfach wichtig, dass die JKU das Sprachangebot beibehält, weil das auch durchaus für wirtschaftliche Studiengänge nützlich ist und natürlich in Universitäten mit einem internationalen Anspruch einfach auch Sprachangebote haben soll. Es sollte wie folgt sein, dass die Änderungen vor allem Russisch, Tschechisch, Chinesisch und die Grundkurse der romanischen Sprachen betreffen. Und es ist geplant, oder die Überlegung ist, dass es ein kostenpflichtiges extracurriculares Angebot geben soll, wie an andere österreichische Universitäten. Genau, und diese dann teilweise querfinanziert werden. Genau. Die ÖH soll sich eben dafür einsetzen, dass diese Sprachkurse weiterhin bestehen werden. Und darum sind die Antragspunkte wie folgt: Universitätsvertretung der ÖHJKU möge daher beschließen, dass sich die ÖHJKU dafür einsetzt, dass weiterführende Sprachkurse B1 bis B2 weiterhin angeboten werden, die sich für eine Bewerbung des Sprachangebots der JKU einsetzen. Und ich möchte noch gleich einen Zusatz zu dem Antrag einbringen. Ich hoffe, das ist okay.
dass sich die ÖHJKU im Speziellen auch für Kostenrückerstattung der Sprachkurse einsetzt, weil jetzt ist es ja so, wenn man den Kurs positiv abschließt, dann kriegt man das Geld zurück. Und dafür soll sich die ÖH einsetzen, dass das auch weiterhin so bleibt. Dass es weiterhin so bleibt, wenn man positiv abschließt. Genau, mit der Kostenrückerstattung, weil eben da haben wir auch bei der Institutskonferenz darüber gesprochen und da ist mal dezidiert gesagt worden, dass diese Rückerstattung eine Verhandlungssache da ist. Sehr gut, gibt es zu diesem Antrag Anmerkungen? Claudia, bitte. Ich kann es nur aus der Studienkommission Lili sagen, da haben wir immer relativ lang drüber diskutiert. Da ist meines Wissens um Russisch und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, Italienisch gegangen, dass das abgeschafft wird, beziehungsweise schon abgeschafft worden ist. Aber aus einem ganz richtigen Grund im Endeffekt, dass da eigentlich keine Nachfrage dazu ist. Das ist die Frage, es ist eh schon gut, wenn es ein großes Angebot gibt, aber wenn die Nachfrage nicht da ist, dann braucht man die Ressourcen dafür nicht, die man vielleicht woanders einstecken kann. Es ist die Frage, ob man vorher irgendwie einmal die Nachfrage überhaupt für die Sprachenkurse irgendwie mal außerfindet. Ich finde es persönlich auch total wichtig, nur es ist die Frage, wie viel Sinn das macht, dass ich 10 verschiedene Sprachen anbiete, die aber nicht genutzt werden. Ja. Also das ist eher gesagt worden, dass es eben daran liegt, dass einfach dass die finanziellen Möglichkeiten nicht da sind, dass einfach zwingend genutzt wird. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man sich halt da dafür einsetzt, weil auch das Sprachinstitut eigentlich von dem überhaupt gar nicht so, mit dem gar nicht so zufrieden ist und eigentlich eh hofft, dass halt da irgendwie eine Lösung gefunden wird. Und diese Angebote, die es an andere österreichische Universitäten gibt, mit diesen Querfinanzierungen, sind ja auch zu überlegen und dass man sich halt da einfach wirklich das genauer anschaut. Weil ich glaube, das Sprachinstitut selber alleine wird da echt ein bisschen vor einer unlösbaren Aufgabe stellt und ich glaube auch, dass er darauf hofft, dass da die SRH auch möglich ist. Danke. Max, bitte. Ich glaube, als JKU haben wir einen internationalen Anspruch und da gehören halt Sprachen eben auch dazu. Und wenn man sagt, okay, gut, die Nachfrage ist nicht so groß, vielleicht sollte man sich dann nachher als ÖH auch ansetzen und sich überlegen, okay, gut, wie können wir da die Nachfrage steigern, vielleicht gemeinsam mit dem Institut und schauen eher mehr, dass wir die Nachfrage da steigern, um eben diesen Anspruch, diesem internationalen auch gerecht zu werden. Claudia, bitte. Ich bin da voll d'accord. Mir ist nur wichtig, weil nicht, dass jetzt dann wieder heißt, der ÖH vor, sonst kümmern sich darum, weil da sitzen zwei Juristen und da geht es hauptsächlich um die SOWI-Fakultät, glaube ich, dass man vielleicht irgendwie eine Einigung und dass die SOWI-Fakultät da ein bisschen den Weg übernimmt. Weil ja. Vanessa, es ist schön und gut, nur dann geht es wieder im Raum. Und Vanessa dann mit dir redet und du dann mit dem Institut und so weiter, ich glaube, dann dauert es viel länger, als wenn man gleich sagt, der Lied liegt da irgendwo bei dir vielleicht. Total gern. Also ich habe gesagt, ich sitze nur in der Institutskonferenz drin und um mir gegeben worden ist, es gibt schon Gespräche mit ÖH, Vizerektor und eben dem Institut. Das ist mir erstaunt, also ich kriege das nur von dort mit, aber natürlich sehr gerne. Also, Sehr gut, das wäre auch in meinem Interesse. Ich glaube, dass es wirklich zielführend ist, dass wir da eine sinnvolle Lösung auszukriegen. Schreiben wir dann einfach sich die ÖHJKU insbesondere die SOWI-Fakultät, oder? Genau. Natürlich sind wir im Vorsitz eh immer da, wenn es irgendwelche Fragen oder Themen gibt, auch im Kontakt mit dem Vizerektorat. Also nur, dass das im Vorhinein schon geklärt ist. Wir wollen uns da nicht außerwinden, sondern es macht einfach durchaus Sinn, ja, wenn in der Fakultät da mal losstartet sozusagen und wir sind jederzeit natürlich offen für Anfragen, Gespräche, Unterstützung, was halt da dann auf uns zukommt. Sehr gut, dann würde ich vorschlagen, bringen wir den Antrag so zur Abstimmung mit insbesondere die ÖH sowie und diesem Antragspunkt noch von
Da möge ich eben mit speziell bei der Kostenrückerstattung, dass das weiterhin aufrechterhalten werden sollte, wenn man den Kurs positiv abschließt. Gibt es zu dem Antrag in dieser Form Gegenstimmen? Enthaltungen? Sehr gut, somit ist auch dieser Antrag einstimmig angenommen. Dann kommen wir zum Antrag bezüglich Fördertopf und mentale Gesundheit vom Basti. Basti, bitte wieder. Also nach 2 Jahren Corona-Pandemie leidet die mentale Gesundheit vor allem bei den Studierenden und bei den Schülern ja sehr stark. Und aus Gesprächen des Sozialreferats mit der psychologischen Studierendenberatung hat sich ergeben oder hat sich herausgestellt, dass das Angebot der psychologischen Studierendenberatung einfach die Kapazitäten, dass das nicht mehr ausreicht. Und auswärtig außerhalb dieses Angebots selber so eine Beratung zu suchen und ist einfach sehr teuer. Darum würde ich den Antrag stellen, dass die ÖHJKU, also die ÖHJKU möge daher beschließen, dass das Sozialreferat gemeinsam mit dem Wirtschaftsreferat ein Finanzierungskonzept für einen einmaligen Fördertopf aufstellt und das Sozialreferat Richtlinien über die Vergabe der Förderung ausarbeitet. Die Richtlinie soll speziell beinhalten, welche Angebote unter welchen Voraussetzungen in welcher Höhe gefördert werden können. Sehr gut. Gibt es dazu Anmerkungen? Claudia, bitte. Vielleicht kann ich noch mal ergänzen, dass das Konzept bis zur nächsten Sitzung präsentiert wird. Ja, es wird soweit wie da jetzt involviert bin, soweit sei, dass es so schnell wie möglich passiert, weil in diesem Bereich Handlungsbedarf akut besteht. Schreiben wir gern dazu, Basti, ist das auch in deinem Sinne? Perfekt. Dann bringen wir den Antrag zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Oder somit ist auch dieser Antrag einstimmig angenommen. Dann gibt es einen Antrag zum funktionierenden LVA-Anmeldesystem. Gernot, bitte. Also die Überschrift dieses Antrags versorgt jetzt um das LVA-Anmeldesystem über KUS. Ich glaube, wir kennen das Problem alle. Zugespitzt hat sich das Ganze sicher dann im letzten Wintersemester, wo das System wirklich über Stunden bzw. den ganzen Tag abgestürzt ist. Es ist sogar, wenn ich mich recht erinnere, Mail vom Rektorat dann ausgeschickt worden, weil es eben solche Probleme gegeben hat. Das ist natürlich auch schon öfter diskutierbar. Wir stellen daher den Antrag, dass da generell ein verbessertes Anmeldesystem in Zukunft geben sollte und vor allem jetzt in kürzerer Sicht, dass wir dieses Anmeldesystem aufsplitten auf die Fakultäten. Natürlich ist uns bewusst, dass das keine dauerhafte oder endgültige Lösung sein sollte. Wir sind trotzdem der Meinung, dass es besser ist, wenn es Überschneidungen bei den Studienrichtungen gibt, dass ich mich bei 2 Fakultäten anmelden muss. Das Beste ist, ich setze mich 2 Tage in der Früh hin, für 10 bis 15 oder eine halbe Stunde vielleicht, bevor ich den ganzen Tag sitze, vor allem für berufstätige Studierende, die sie vielleicht den ganzen Vormittag freinehmen müssen, weil dieses Anmeldesystem Stunden dauert teilweise, wenn es an einem Tag funktioniert. Und längerfristig natürlich dann grundsätzlich wir uns für eine bessere Lösung einsetzen. Mhm. Wenn ich da ganz kurz ergänzen darf, ist, wir haben gestern eine kurze Vorbesprechung gemacht für alle, die im Stream dabei sind, wo auch dann angesprochen worden ist, wieso macht man es nicht so, dass quasi alles umgestellt wird auf, man meldet sich an mit Zuteilung nach Vorrangzahl, heißt, man gibt einfach seine Prioritäten an und wenn der Anmeldezeitraum geschlossen ist, wird das zugeteilt und jeder kriegt quasi seine Lehrveranstaltungen fair zugeteilt, dann muss sich nicht jeder um 7 in der Früh am Montag einloggen und das wird das System entlasten. Stimmt grundsätzlich. Da gibt es nur einen kleinen Haken, dass diese Anmeldung zu den Kursen im Studienhandbuch geregelt ist. Damit man das ändert, braucht man die Zustimmung von der STUKO, also das rennt über die STUKO und das heißt, das müsste jede STUKO jeden Kurs im Studienhandbuch ändern und das ist ja momentan eher nicht ideal, vor allem, weil das nächste Semester bald startet, beziehungsweise die Anmeldung und das Ganze erschweren wird im Ablauf. Ich habe auch noch einmal heute mit dem Vizerektor telefoniert.
er ist grundsätzlich für dieses neue System, was kommt, dieses MyJKU, MyCampus, wie auch immer dieses Ding dann heißt, bereit, dass man diesen ganzen Anmeldeprozess diskutiert und überdenkt und da eine sinnvolle Lösung dauerhaft auf die Beine stellt und mit uns auch das ausarbeitet. Es ist aber jetzt für nächstes Semester, also diese Lösung, dass man alles auf Vorrangzahl umstellt, einfach nicht möglich, weil da die Stukos mit eingebunden werden müssen. So viel nur zur Ergänzung von gestern. Habt ihr noch Fragen zu diesem Antrag? Ich glaube, Fabian, du warst der Erste. Also ich bin jetzt immer up to date, doch das passiert schon im März, dass noch Fakultäten aufgespaltet wird. Das war das, wofür ich mit dem Vizerektor mal diskutiert habe. Es war noch nicht ganz fix, es ist immer noch nicht ganz fix, beziehungsweise wollten wir mit diesem Antrag auch einfach die Zustimmung einholen. Ich habe es mit den Fakultäten abgeklärt in unserer WhatsApp-Gruppe, aber eben in dieser Form noch nicht mit allen. Also mit allen Fraktionen in diesem Fall. Bitte. Mario. Ja. Meldungen erledigt, oder? Dann wäre Christina nur zuerst und dann. Machst du zuerst alles. Was ist das Anmeldeprozedere für jetzt Februar? Also wird jetzt bald freigeschaltet, war die was Anfang Februar, oder? Anmeldezeiten. 14. Februar, glaube ich. 14. Februar, was ist jetzt das Prozedere? Ist jetzt auch wieder Fakultäten oder nicht? Es ist noch nicht ganz fix. Es wird aber die nächste Entscheidung gefällt. Wir würden uns aber gern dafür einsetzen, dass es aufgeteilt wird. Okay. Aber natürlich darf man da keine Zeit mehr verlieren, weil das Ganze muss dann natürlich auch kommuniziert werden, damit jeder Bescheid weiß. Ja, sehen wir die danach, dann 14. Februar ist bald, ja. Okay. Also nur ganz kurz antworten darf, es sollte auf jeden Fall, bevor die Kurse im Kurs drinnen sind, bekannt sein. Also das wäre mir auch ganz, ganz wichtig, weil nämlich dann auch im Kurs immer dabei steht, wann der Anmeldezeitraum beginnt bei jedem einzelnen Kurs, dass das da dann wirklich auch schon verankert ist, wann welcher Kurs wirklich startet, dass dazu keine Irreführungen kommt. Christine, bitte. Ich wollte da noch eine Wortmeldung machen und würde bitten, dass das auch im Protokoll aufgenommen wird. Wir als VSSDÖ haben auch schon bei der ersten Sitzung im Wintersemester 2021-2022 gefordert, dass ein studierendesfreundliches LVA-Anmeldesystem geschaffen wird für Studierende. Und diese Dringlichkeit, was ja Initiativantrag war, ist mehrheitlich abgelehnt worden und deswegen auch nicht diskutiert worden. Also ich muss mir da anschließen, der 14. Februar ist nicht mehr lang hin und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wieso wir das nicht bei der ersten Sitzung schon irgendwie diskutieren haben hätten können, wie wir ein studierendesfreundliches LVA-Anmeldesystem umsetzen hätten können. Also der 14. Februar ist nicht mehr lang hin und das ist kein großer Zeitraum, um Studierende darüber zu informieren, wie jetzt das neue LVA-Anmeldesystem-Prozedere ausschauen wird. Mhm. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Marius, bitte. Wenn Sie dann für die Zukunft, wenn das Chaos jetzt mal vorbei ist und wir ein sinnvolleres, weniger zeitdringliches Montag 7 in der Frühsystem haben wollen, war das, glaube ich, gut, dass wenn wir da mal dann irgendein Team aufstellen, sinnvoll war, dass wenn Informatikerinnen und Informatiker dabei sind, weil die haben ein bisschen Plan von bis begrenzte Ressourcenzuweisungen in IT-Systeme. Und dass man sich eventuell halt mal an anderen Universitäten anschaut, wie die das machen und mehr oder weniger einfach versucht, das zu kopieren. Und wenn es bei denen funktioniert, warum sollten wir uns groß sowas überlegen? Was der Felix gestern in unserer kleineren Runde schon erwähnt hat, man hat 100 Punkte, verteilt die auf die Kurse und dann macht das Computersystem seinen Algorithmus durch und teilt einem zu. Und wenn wir das wieder in den Verein Sense kopieren könnten oder dann Kontakt mit der Uni aufnehmen könnten, nachfragen, war das sinnvoll. Ja, das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Gerade auch, weil der Vizerektor zugesichert hat, dass er da sehr gesprächsbereit ist, weil es natürlich auch in seinem Interesse ist, dass das dann auch funktioniert. Wenn man es schon neu macht, dann sollte das wirklich passen. Genau, gibt es weitere Wortmeldungen? Ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist gegen diesen Antrag? Gibt es Enthaltungen? Dann haben wir eine Enthaltung. Wer ist für diesen Antrag? Somit
haben wir dann 16 Pro-Stimmen und eine Enthaltung beim VSSDÖ fürs Protokoll, weil ich mir nicht sicher bin, ob man es auf der Kamera dann wieder sieht. Somit ist der Antrag mehrstimmig angenommen. Herzliche Gratulation. Aber dann kommen wir mal zum nächsten Antrag von der Hanna bezüglich Sticker mit Krisenhotlines auf Männertoiletten. Bitte, Hanna. Genau, also es sind ja, jetzt gibt es mittlerweile eben schon die Sticker auf die Damentoiletten bezüglich der sexuellen Gewalt und sexuellen Übergriffen. Und es ist aber halt auch ein wichtiger Schritt oder ein wichtiger Teilbereich eben die Präventionsarbeit. Weil die eben die Männergewalt zu im letzten Jahr 31 Femiziden geführt hat und dieses Jahr schon wieder viel sexuelle Übergriffe oder eben sehr ausgeprägte Gewaltübergriffe stattgefunden haben. Und es gibt seit 2020 eine Krisenhotline, die heißt Männerinfo, und da wird von mehreren österreichischen Männerberatungsstellen, da wird die eben betrieben, für Männer in akuten Konflikten und Krisensituationen und deren Angehörigen. Und seit dem 18. Oktober 2021 ist die Hotline 24/7 rund um die Uhr erreichbar. Und damit das Angebot aber angenommen wird, ist wichtig, dass die Leute niederschwellig davon informiert werden. Und deshalb sollte da die ÖHJKU dafür den Beitrag leisten. Und die HV der ÖHJKU möge daher beschließen, dass das Referat für Frauen-, Gender- und Gleichbehandlungsfragen Sticker gestaltet und bestellt, auf denen die Nummer der Krisenhotline zu lesen ist und diese Sticker auf allen Männertoiletten der JKU bis zum Ende des Sommersemesters 2022 angebracht werden. Danke. Gibt es Wortmeldungen, Fragen, Ergänzungen? Claudia, bitte. Ich habe zwei Anmerkungen, das ist eine Frage einmal, ist ja in der letzten Zeit beschlossen worden, auch mit den Frauenstickern in den Toiletten. Da kurz die Frage, ob sie schon kleben. Wir machen gerade einen Probelauf, weil wir die vom Frauenbüro der Stadt Linz bestellt haben. Und das sind so spezielle Sticker, fand ich kurz zusammen. Ich weiß nicht, kleben, sondern nur so haften. Also so quasi. Und ich sage es halt gerade noch, ob ich so Fehler verbiete, weil wenn wir Flächen decken wollen. Wenn wir das Flächen decken wollen, dann ist es halt ein bisschen zart, wenn die dann runtergehen und wir immer auf alle Klos rennen müssen. Und jetzt probieren wir es einmal im Kepler-Gebäude, ob es funktioniert, ob es halten. Und wenn nicht, dann bestellen wir selber welche, die richtig kleben kleben. Also habe ich eine Frage, weil also meines Wissens hat ja unsere ÖH-Lehrerin schon Sticker gemacht. Ja. Warum sind die jetzt dann nicht verwendet worden? Das war eh in Absprache, dass wir die vom Frauenbüro bestellen. Okay. Also das war eh so. Nur eine Frage, weil das ja eigentlich schon in Arbeit war, die man machen kann. Okay. Ich glaube, das war ein bisschen Misskommunikation. Aber ist dann. Also es war schon dann. Und zweite Anmerkung, ist grundsätzlich ein sinnvoller Antrag, nur nicht, dass wir dann auch wieder irgendwie monatelange Probephasen haben und da Misskommunikation besteht. Also bitte da im Vorhinein wirklich gleich aufklären, welche Sticker bestellen wir, wer macht das, bitte nicht, dass wir eine der Arbeit bestellen und das kann auch wirklich passieren. Ja. Ich weiß, jeder hat viel zu tun und es ist Prüfungsphase und alles gut, nur wenn man einen Antrag stellt, Danke. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Magst du was vorher? Ja, ich würde nur anmerken zu der Klebehaftung für die Sticker. Also das hat schon einen Grund, warum die nur so halbwegs oben sind. Also dass man die also das Sticker dann auch einfach entwenden kann und die Nummer nicht mitnehmen kann. Also weil vorher so gedacht worden ist, weiß nicht gehalten. Das haben wir dann sehen gehabt, das hat man vorher nicht gewusst. Also wir haben das vorher nicht gewusst, das war nicht das Problem. Wir haben die Sticker gekriegt und waren so heim, so Pikuline. Voll komisch. Vielleicht sind die einfach voll alt. Dann haben wir ja dann immer geschrieben, hey, ich den Sticker picken und dann ist es das erklärt worden, dass das so klärt und darum hat es ein bisschen gedauert und dann habe ich immer mit der Vanessa gesprochen, wie wir es machen wollen. Mhm. Sehr gut. Noch einmal dazu, das heißt, die sollte man mitnehmen.
kann man, wenn man macht, das ist das Sinn dahinter quasi. Okay, das heißt, wie viele werden da ungefähr aufgeklebt, Puppertoilette, beziehungsweise wer bestimmt die da noch? Eben, das ist nämlich das Problem, okay, das ist die Frage. Wir schauen jetzt einmal, wie lange hängen sie und wie schnell kommen sie zum Beispiel weg oder so, weil ich eben auch gesagt habe, das ist halt ein bisschen schwierig, dass wir das irgendwie ressourcenmäßig zusammenbringen, dass das dann auch flächendeckend funktioniert. Aber wir haben gesagt, wir schauen uns jetzt einmal an, ich habe mit euren Obst fallen oder nicht, weil wenn die noch drei Tage weg sind, dann ist es halt super da. Perfekt, danke. Das, das bisher gemacht, habt ihr in jeder Kabine an seine geklebt oder bei der Haupteingangstür? Ja, zwar auf dem Spiegel und auf diese Papierspender okay. Zum Ausprobieren. Passt, passt. Danke. Bitte? Ja, wäre es dann vielleicht nicht geschickt, das dazu zu schreiben, dass man die mitnehmen kann, weil sonst, ich glaube, keiner kommt auf die Idee, einen Sticker mitzunehmen. Nochmal. Vor allem, wir haben es eher doch, dass das irgendwie ein bisschen nicht so geschickt gelöst ist vom Frauenbüro. Das, aber es ist halt schwierig, wie man das dazu schon will. Ihr könnt einfach einen Zettel daneben tun. Jeder macht einfach ein Foto von dem Sticker. Und ja, voll man doch. Gut, danke. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Sonst würde ich vorschlagen, bringen wir den Antrag zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Sehr gut, somit ist der Antrag einstimmig angenommen. Dann kommen wir zum nächsten Antrag. Antrag bezüglich Schließfachsystem in den Bibliotheken. Der ist wieder von der Birgit. Christina, bitte. Ja, voll. Es geht um die Fachbibliotheken. Die sich schon mal Bücher ausborgen wollten aus den Fachbibliotheken, haben sicher schon die unpraktikablen Öffnungszeiten bemerkt. Das ist meistens nur vormittags und ganz selten, dass wir mal nachmittags offen haben, dass man sich Bücher ausleihen kann. Und das ist vor allem für arbeitstätige Studierende sehr nachteilig und die haben dann keine Chance, dass die Öffnungszeiten der Fachbibliotheken wahrnehmen können, ohne dass sie sich jetzt kurz entschuldigen müssen für ein paar Stunden oder I don't know. Jedenfalls betrifft es doch sehr viele Studierende an der JKU. 70% der Studierenden an der JKU sind berufstätig. 45% arbeiten sogar mehr als 30 Stunden die Woche. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass man in der Hauptbibliothek ein Schließfachsystem aufstellen könnte, was so angelehnt ist wie bei der Post, so das Schließfachsystem, dass man dann über Online-Buchungssystem, wie zum Beispiel das LIS, Literatur bestellen kann und dass es dann in die, Schließfächer gegeben wird und abgeholt werden kann mit einer Nummer, oder einem Code. Und ja, die Universitätsvertretung der ÖH-JKU möge daher beschließen, dass in der Hauptbibliothek der JKU ein Schließfachsystem zur Abholung von Fachliteratur aus den Fachbibliotheken errichtet wird, durch dieses Schließfachsystem eine 24-Stunden-Abholung ermöglicht wird, ein Online-Buchungssystem eingerichtet wird, welches einen effizienten Buchungs- und Abholprozess ermöglicht. Und ich möchte gern was hinzufügen zu dem ersten Beschlusspunkt. Das ist auch im Einverständnis der Antragstellerin, dass der erste Beschlusspunkt wie folgt lauten soll, dass sich die ÖH-JKU dafür einsetzt, dass in der Hauptbibliothek der JKU ein Schließfachsystem zur Abholung von Fachliteratur aus den Fachbibliotheken errichtet wird. Sehr gut, danke für die Ergänzung. Gibt es dazu Wortmeldungen? Claudia, bitte. Ich habe mich da heute einmal informiert, also die Bibliotheksleitung von der Hauptbibliothek. Die sind schon sehr viel in Diskussion mit den Fachbibliotheken, das ist extrem schwierig. Kurz zur Erklärung: Das liegt im Endeffekt bei den Professoren und Professorinnen. Das heißt, die BWL zum Beispiel ist ja schon aus der Hauptbibliothek gewandert, also die ist schon aufgelöst worden sozusagen. Psychologie und Pädagogik, wir sind gerade in Verhandlungen, dass das noch ausgelöst wird und zur Hauptbibliothek kommt. In der Geschichte ist es gerade ein bisschen schwierig. Die sind da gerade in Diskussion. Soziologie sind es auch schon in Verhandlungen. Und bei den Techniken, Physik und Chemie, wird heuer noch in die Hauptbibliothek kommen. Das heißt, da ist schon mal ein großer Teil in der Hauptbibliothek dran. Und in der Hauptbibliothek kann man sich ja bis 20 Uhr die Bücher sowieso ausleihen soll. Und dann ab heute 9 Uhr auch wieder. Meines Wissens ist da auch schon im Rektorat damals einmal diskutiert worden, ob eben so ein Auflösungssystem für 2007 sinnvoll ist, beziehungsweise ob es möglich ist.
Da hat es eben vom Rektorat passen. Es macht relativ wenig Sinn, weil wenn ich mal im Endeffekt bis 20 Uhr und ab halb 9 in der Früh die Bücher holen kann, diese paar Stunden in der Nacht, wir sind trotzdem alle Studierende, das wird man sich irgendwie selbst auch organisieren können, dass man es dann trotzdem rechtzeitig oder in der Früh abschreibt. Ich verstehe natürlich, wenn es dann bei den Fachbibliotheken anders ist. Die Frage ist nur, wenn es dann zum Beispiel um jetzt nur Psychologie und Pädagogik geht, wenn das nicht durchgeht, dann ist das eben nur diese Fachbibliothek sozusagen. Ob das da finanziell dann einen Sinn macht, dass ich wegen denen ein riesengroßes System aufbaue, wo es finanziell, technisch und so weiter eine riesengroße Herausforderung ist, ist die Frage. Ich finde es extrem gut. Ich wollte nur mal kurz ein Update geben, was schon von der Hauptbibliothek gekommen ist, beziehungsweise noch kommen wird. Und das eben in den Raum stellen, wie viel Sinn, dass ich dann noch in weiteren Teilen habe. Danke, Claudia. Bitte, Maggie. Nur ein kurzes Verständnis noch, weil das hat sich geplant, dass eigentlich die Fachbibliotheken alle mit der Hauptbibliothek zusammengeklebt werden, sofern das irgendwie, sofern da irgendwie eine Lösung gefunden wird. Im Endeffekt liegt es bei den Professoren. Also die Hauptbibliothek würde es auf jeden Fall, dass das alles zentralisiert wird in der Hauptbib. Juridikum ist ja sowieso bis 24 Uhr zum Ausbauen, aber Hauptbib derzeit noch bis 20 Uhr, wie das alles bei einer zentralisiert wird. Genau. Und vielleicht können wir das in dem Antrag einfach so definieren, dass falls da irgendwie keine gute Lösung gefunden wird und wirklich ein Großteil der Hauptbib geschehen bleibt, dass man die Daumen dafür so einsetzt. Weil das, also ich muss dazu sagen, wenn es wirklich zum Beispiel um eine Fachbibliothek geht, okay, dann ist es klar, dass das ein bisschen viel Aufwand ist und dass für die eine Fachbibliothek sicher irgendwie eine Lösung gefunden wird. Aber ansonsten ist der Antrag sicher wichtig. Also falls es halt da nicht so einer allgemeinen Hauptbib-Lösung kommt, quasi. Das heißt einfach dann beim ersten Punkt, Beistrich wenn, die Fachbibliotheken nicht in die Hauptbibliothek integriert werden. Ist das auch im Sinne der Antragstellerin? Also im Sinne dann von dir? Mhm. Sehr gut. Gibt es weitere Anmerkungen zu diesem Antrag? Sehr gut, dann würde ich vorschlagen, bringen wir gleich zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Sehr gut, somit ist auch dieser Antrag einstimmig angenommen. Dann gibt es noch einen Antrag von der AG bezüglich Parkplatzsituation. Claudia, bitte. Danke. Ja, an die Parkplatzsituation kennen sicher einige, die schon länger an der JKU sind. Gerade wenn vielleicht nicht Corona ist oder die Uni ganz normal offen hat, gibt es immer ein großes Parkplatzproblem mit Stau bis zur Altberger Kreuzung aussehen, was sicher nicht lustig ist. Daher möge die ÖHJKU bitten, dass das Projekt der Errichtung eines Parkhauses weiter vorangetrieben wird, um den Studierenden mehr Parkplätze zur Verfügung stellen zu können. Kurze Ergänzung da gleich nochmal, dass das Projekt der Errichtung eines nachhaltigen Parkhauses Gibt es dazu Wortmeldungen, bitte? Ich würde gerne zu dem Antrag noch einen Zusatzantrag einbringen, der lautet, dass die ÖH Gespräche mit der Stadt Linz sowie dem Rektorat aufnimmt, um ein Park-and-Ride-Parkhaus als Möglichkeit zu evaluieren. Dabei sollte das Konzept so gestaltet sein, dass der Ort des Park- und Waldparkhauses in der Universitätsnähe gewählt werden sollte. Mhm. Also ist ihr Background, das macht sicher Sinn, oder dass man den CAE schon ewig drauf braucht. Und wie er gestern darüber diskutiert hat und eine gewisse Legitimität für das Parkhaus gegeben ist, dass man sich da vielleicht Gedanken macht, wie man das besser durchbringen könnte. Und da war so eine Idee auch gut, weil es mehr Leute als nur Studierende betreffen müssen. Mhm. Das war jetzt mit Stadt und Rektorat. Ja. Mhm. In der Nähe der Uni.
Claudia, ist es in deinem Sinne? Sehr gut. Dann gibt es weitere Anmerkungen zu diesem Antrag? Bitte, Maggie. Ich weiß nicht, ob man das in dem Antrag aufnehmen will, aber ich fand es auch nicht so in die Gespräche, nicht nur um ein Parkplatz geht, sondern auch noch ein bisschen gerade Gespräche, zum Beispiel in einer Stadt oder so, sondern dass auch immer im Hinterkopf behalten wird, dass die Öffis, also dass es irgendwie, falls es die natürlich auch Öffis irgendwie geben sollte, um ein paar Autos vielleicht. Ich bin mir jetzt, willst du es jetzt in den Antrag einschreiben? Nein, genau. Okay, passt. Da kommt nämlich dann eher nur ein Antrag dazu bezüglich diesen Öffis und Ausbau dazu. Bitte? Genau, die Uni hat ja, glaube ich, eh schon Bestrebungen, jetzt ein Parkhaus zu bauen. Zumindest wäre auch schon was in die Richtung. Wäre das dann einfach genau die Vorantreibung von dem Projekt dann? Das ist jetzt mit dem komischen Tanzbereich im ersten Stock. Das ist ja jetzt zum ersten Mal, gerade. Ja, die Uni hat. Dieses Konzept, ich habe es selbst nicht ganz konkret gesehen, Vanessa, glaube ich, auch noch nicht wirklich. Es war immer wieder in Gesprächen ein Holzparkhaus, nachhaltiges Parkhaus, was dann der letzte Stand ist, wissen wir eben, wie gesagt, das geht es nicht deswegen, wenn wir es eben nochmal vorantreiben und da in Diskussion geht, wie schaut das dann wirklich aus? Was heißt für Sie nachhaltig? Heißt das wirklich als Holz gebaut? Heißt das, da kann man theoretisch, wenn es nicht so gebraucht wird, wie es gewünscht ist, Büros draus machen, Werke draus machen und so weiter. Weil ich habe, also zumindest habe ich das neulich gelesen und das war jetzt schon auch, ich weiß nicht, wie verlässlich die Quelle ist, aber die Krone-Zeitung hatte, glaube ich, ein Ticket darüber, dass jetzt eben die drei House of Schools geplant sind für die TU und, oder eben für vielleicht die TU und eben ein Parkhaus dazu mit zwei Stockwerken, wo es dann drauf aufgesetzt Theater oder so geben soll und noch ein Tanzbereich und irgendwie anderes. Also auf jeden Fall mit mehr Kulturzeug drinnen. Und da gibt es, glaube ich, schon konkrete Pläne für jeden Fall. Kann man sich schon anschauen. Und auch wo die House of Schools hinkommen, gibt es auch schon Pläne für. Also wie gesagt, ich habe davon noch nie was gehört. Ich habe das ja nicht gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da kann sich sicherlich Vanessa mal informieren, was der Plan ist. Genau. Drum, einfach das vorantreiben und schauen, dass da was Sinnvolles kommt. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Sehr gut. Gibt es Gegenstimmen? Haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gegenstimmen. Gibt es Enthaltungen? Die Pro-Stimmen bitte noch. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Habe ich mich jetzt eh nicht verzählt. 10, 17, 12. Perfekt, danke. Sehr gut, somit ist der Antrag mehrstimmig angenommen. Dann kommen wir mal grundsätzlich zum Antrag bezüglich Evaluierung der Raumsituation. Der Antragsteller hat den Antrag. Und du hast einen Zusatzantrag. Sollen wir denn als Zusatzantrag auf? Nummer in den Hauptantrag. Ja. Den Zusatzpunkt haben wir in den Antrag mit ein, bitte. Okay. Sorry. Ist das eh so in eurem Sinne? Oder wolltest du wirklich einen extra Antrag, über den wir extra abstimmen? Nein. Wolltest du es einfach nur da nur ergänzen? Ja, perfekt. Somit ist alles okay. Genau, der Max hat seinen Antrag zurückgezogen, nur kurz, falls ihr hier fragt, warum wir darüber nicht abstimmen. Dann kommen wir zu dem Antrag auch von Max bezüglich Corona-Demos. Dann würde ich ganz kurz noch eine Sitzungsunterbrechung machen von 5 Minuten. Alles klar. Dann.
16:44 Uhr wieder mit der Sitzung nach der kurzen Sitzungsunterbrechung. Max, bitte. Wieder Antragstitel, dann geht es um die Corona-Demos, die in den letzten Wochen, glaube ich, vor allem in den Medien und auch auf den Straßen wahrgenommen wurde. Es geht explizit darum, dass sie unter den TeilnehmerInnen, aber auch unter den VeranstalterInnen sich nicht nur abseits von Corona-LeugnerInnen und VerschwörungsmythikerInnen rechtsextreme Personen befinden, aber auch dezidiert rechtsextreme Parteien wie die FPÖ und Gruppierungen wie die Identitären. Genau, diese Organisationen sind auch offenkundig rechts und teilen auch faschistisches Gedankengut. Unter dem Deckmantel der Freiheit wird auf diesen Demos Hass und Hetze verbreitet. Und man muss auch ganz klar sagen, in diesem Antrag kritisieren wir natürlich nicht, dass es Demos gibt. Und auch in der Pandemie muss diese Versammlungsfreiheit gewährleistet sein. Aber was wir auf jeden Fall kritisieren sollten als ÖH und auch verurteilen sollten auf das Schärfste, ist, dass eben NS-Verbrechen relativiert werden, dass Antisemitismus verbreitet werden. Ich habe da Beispiele, was man dann wieder vielleicht kurz durchgehen kann, mit Maske macht frei, und die Impfung in Form von einem Judenstern. Der oberösterreichische Künstler, wie heißt er, Manfred Kielenhofer, hat rechtsextreme Postings in Form von Corona, also im Zuge dieser Corona-Kritik verbreitet. Wir haben da Sprüche wie: Warum nicht gleich mal 1000 für Ungeimpfte? Genau. Man muss diese Maßnahmen, also diesen Aktivismus, der da betrieben wird, diesen rechtsextremen Aktivismus, muss man ernst nehmen und müssen wir als ÖH auf jeden Fall auch unser allgemeinpolitisches Mandat wahrnehmen, so wie wir es vorher auch gemacht haben. Der mentalen Gesundheit, glaube ich, ist es auch für uns ganz wichtig, dass wir sich da äußern. Und wenn ich meine Runden dann fertig gemacht habe, dann komme ich zu den Antragspunkten. Warte nur ein bisschen. Jetzt ist es ja so, dass ich die Antragspunkte etwas abgeändert habe und möchte dann noch einmal zusätzliche Antragspunkte hinzufügen. Aber zu den zwei Hauptantragspunkte, die würde ich jetzt gern verlesen. Die ÖHJKU möge daher beschließen, dass die ÖHJKU auf allen Social Media Kanäle der ÖHJKU und in Form einer Presseaussendung bis April mit dem Referat für Bildungs- und Gesellschaftspolitik die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen kritisiert und deren Gegenprotesten unterstützt. Die ÖHJKU auf allen Social-Media-Kanälen und der ÖHJKU und in Form einer Presseaussendung gemeinsam mit dem Referat für Bildungs- und Gesellschaftspolitik klar gegen jegliche Geschichtsrevisionismus und Rechtsextremismus und Antisemitismus positioniert. Zu den Zusatzantragspunkten, weil ich da gleich vorweg irgendwelche Ängste von Shitstorm entgegenwirken möchte, hätte ich auch noch gesagt, dass wir einen Zusatzantrag machen mit:
die ÖHJQU alle Fraktionen dazu anhält, Solidarität zu zeigen und gegebenenfalls geeint auf negative Reaktionen zu entgegnen. Und der zweite Antragspunkt wäre, die ÖHJQU die Wissenschaftsfeindlichkeit dieser Corona-Demos durch Aufklärungspostings auf den Social-Media-Kanälen aufzeigt. Gibt es Fragen? Ja, in der Frage oder Wortmeldung. Erstens mal die Frage, hat sich die ÖHJKU in der Vergangenheit schon öfter oder beziehungsweise oder nicht öfter generell über gesellschaftspolitische Themen geäußert, öffentlich, in der jüngeren Vergangenheit? Falls ich darauf antworten darf, ja, vereinzelt, wenn es auch durchgegangen ist, wie zum Beispiel einen Klimanotstand ausrufen. Das waren aber Themen, meiner Meinung nach, falls ich da anschließen darf, die ja nicht so spalten in der Gesellschaft. Nochmal, und das. Aber ich sollte deine Frage beantworten. Ja. Wenn ich da ganz kurz auch noch antworten darf, es hat einmal ein Posting gegeben, lassen wir genau, was da drin ist. Ich glaube, es war damals Black Lives Matter und Rassismus, und da war ein bisschen eine Problematik in den Kommentaren, und darum steht der Beschlusspunkt mit den Kommentaren auch extrem wichtig, dass wir da auf eine Rolle geschlossen auftreten und sie nicht dann gegenseitig irgendwie umstimmig sind. Mhm. Magst du es einfach noch aufzeigen, glaube ich? Nein, habe ich nicht, aber ich. Achso, na, passt dann. Gerne, bitte. Also, natürlich sagen, also ich persönlich und die Aktionsgemeinschaft sind natürlich mit euch, glaube ich, auf einer Meinung und zeigen es auch genauso, dass das ein schwieriges Thema ist. Wir sind ja auch nicht mit denen marschieren würden oder denen einer Gedankengut teilen, weder was Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker oder sonst was betrifft. Das ist nur schwierig, weil du sagst, das allgemein politische Mandat bei der mentalen Gesundheit, finde ich, betrifft dann schon mehr Studierende und der Fördertopf geht auch. Trotzdem dann kommt es Studierenden zu. Und wir haben diese Demos halt weder an der Uni, nur glaube ich, dass dieses Gedankengut von Studenten geteilt wird, wo die Impfquote halt viel höher ist und ich glaube, da weniger mit. Das tut mir ein bisschen weh, wenn ich das her. Vor allem haben wir ja als Teil der Gesellschaft natürlich, der österreichischen Gesellschaft natürlich auch den Auftrag, Erinnerungsarbeit zu leisten und aufzuzeigen, dass Verbrechen begangen worden sind und wann jetzt auf den Corona-Demos Verbrechen begehen werden, indem dass man halt NS-Verbrechen relativiert, ist es schon ein Auftrag unsererseits, weil wir auch einen Bildungsanspruch haben, das aufzuzeigen und eben auch klar machen, heute bringt gravierend was falsch. Und das betrifft eben alle Studierende. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ich glaube, Maggie, du warst zuerst. Jetzt, dass keine Studierenden drunter sind, kann ich das schwarz auf weiß belegen, weil sogar an den JKU-WhatsApp-Gruppen eine Nachricht eingeschickt worden ist zu einem Demo-Aufruf. Wo zwar dezidiert dann gesagt wird, ja, wir sind keine Corona-LeugnerInnen, jedoch dann auf Study Drive zum Beispiel so Fragen gestellt werden, wie, was tust du, wenn 2G an die Uni kommt und so. Also da ist schon klar, auch irgendwie sind da Studierende dabei. Unter anderem gibt es zum Beispiel auch die Organisation Studenten stehen auf Österreich, die auf den ganzen Demos mitgängen. Und das ist keine kleine Organisation, sondern die sind deutschlandweit auf Instagram relativ aktiv. Fabi, du hast, glaube ich. Mhm. Gibt es weitere Paste, bitte? Also ich finde, dass es ein total wichtiges Thema ist und dass ich glaube, da wirklich alle einer Meinung sind. Aber einfach aufgrund der Tatsache, dass es doch so extrem gesellschaftsspaltend ist, sehe ich nicht ganz den Sinn dahinter, warum die ÖH selber als unabhängige Vertretung der Studenten da jetzt eintreten muss. Da können wir doch selber als Fraktionen uns dafür einsetzen. Und die ÖH und der Vorsitz hat, glaube ich, sehr viel Arbeit. Und wenn da jetzt auch noch solche Positionierungen kommen, wir haben es gestern gehört vom
vom Wolle, dass in Wien teilweise der ganze Shitstorms begonnen haben. Und ich weiß nicht, ob das jetzt unsere Social Media Leute da tragen müssen sollen. Die Reihenfolge war, glaube ich. Ich kenne die zwei, also Daniel, glaube ich, dann Christine, dann Maggie und dann Max. Also ich finde, das sollte man mal vorher ein bisschen doch hören. Es geht um Antisemitismus und nicht um die Demos per se. Wir können keine Demonstrationen verbieten, wer tut nicht, sondern um Antisemitismus und eher, dass wir Aufklärung betreiben für die Gesellschaft, für Studierende, für andere, die das lesen, dass für Rechtsextreme mitgängen, dass für Rechtsextreme Propaganda gemacht wird. Und nicht, um Demos zu verbieten. Und da finde ich, sollte keiner irgendwie den Kopf in den Sand stecken und aufgrund irgendeines Shitposts, der weltweit abläuft, jetzt zurückzuziehen und deswegen nichts braucht. Das sollte man sich schon bewusst werden, und zwar jeder, dass man so nicht vorgehen sollte. Sie bitte. Ich möchte darauf hinweisen, gerade gestern war Holocaust-Gedenktag. Mhm. Anlässlich der 77-jährigsten Befreiungsfeier von Mauthausen, wo die Rote Armee 1945 die Überlebenden in Auschwitz befreit hat, Auschwitz-Birkenau. In Auschwitz-Birkenau alleine wurden über 1 Million Menschen ermordet, insgesamt über 6 Millionen Menschen. Und ich finde, das ist in unserer aller Verantwortung, dass wir Aufklärungsarbeit betreiben, dass wir die Menschen darüber aufklären, damit so etwas nie wieder passiert. Und genauso wie es der Max schon gesagt hat, wir haben diese politische Verantwortung, dass wir das auch tun. Danke. Maggie, du bist dann die Nächste und dann war nur der Max zuerst und dann Fabio. Also erstens mal dazu, dass die Gesellschaft gespalten ist, finde ich nicht richtig gesagt. Weil man also eine Spaltung ist für mich irgendwie 50-50. Es ist irgendwie Absplitterung von Personen. Also natürlich, dass man sich vielleicht darüber diskutieren kann, wie sinnvoll Corona-Maßnahmen sind oder nicht, oder wie sinnvoll Impfen ist oder nicht, ist okay. Aber für mich, also diese wirklich rechtsextremen, diese extremen Beschwörungstheoretikerinnen und Rechtsextremen, die da marschieren, das ist ja keine Spaltung der Gesellschaft, sondern das ist einfach eine Absplitterung, das ist ein kleiner Prozentteil. Und zu dem nur, dass wir alle als BH-unabhängig sind, ist ja nicht so. Also das weiß ja auch jeder. So jede Person darin weiß, dass sie einer Fraktion angehört. Wir sind politisch, wir können das nicht. Also wir sind ja nicht unpolitisch, wir sind alle bei einer Fraktion irgendwie dabei. Das heißt, wir sind nicht irgendwie unfraktioniert oder unparteiisch oder so. Natürlich agieren wir für alle Studierenden, aber darum versuchen wir, dass wir zum Beispiel gemeinsame Lösungen finden. Aber wir haben trotzdem alle eine Meinung und sind irgendwie politisch aktiv. Und darum ist die WH ja auch politisch. Weil sonst könnte man ja alle einfach studieren und wir sollten bei keiner Fraktion sein. Danke, Max, du warst nun dann Fabio. Es ist eigentlich schon relativ viel gesagt worden, bezüglich der Planung darauf hinweisen, dass auch politische Institutionen, wie die WH, durchaus ein Bekenntnis zu etwas ablegen kann. Die österreichische Regierung oder Österreich bekennt ja ganz klar zum Antisemitismus. Also auch politische Institutionen können sich politisch äußern und dementsprechend würde ich ganz klar sagen, gehen wir das an. Und im Zusatzantrag, also falls dann noch einmal die Angst besteht wegen einem Shitstorm, haben wir auch diese Einigkeit nur mit drinnen, dass eben alle Fraktionen angehalten sind, Solidarität zu zeigen und da auch mitzuwirken bei den Kommentaren und da ganz klar entgegenzutreten. Ja, ich wollte nur eine Kleinigkeit anmerken. Ich persönlich oder ich glaube generell wir als NOMEM können dem Antrag grundsätzlich inhaltlich nur zustimmen, aus den ganzen Standpunkten, die der EuH jetzt gilt. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, inwiefern sich die EuH an sich politisch dahingehend positionieren sollte. Erstens einmal darum, die Maggie hat ja schon gesagt, es sind auch Studenten da und das ist belegbar, aber die Frage ist trotzdem, sind es die Studenten bei diesen Demos, weil sie keine Ahnung was für Absichten haben oder weil sie einfach gewisse
Probleme mit Lockdowns oder den Schließungen an sich haben. Und oft geht es bei den Demos auch darum. Und das Nächste, was ich mir nicht ganz sicher bin oder wir wissen, aber das ist ja allgemein bekannt, dass die Teilnehmer dieser Demos nicht gerade offen für wissenschaftliche Evidenz sind. Und da stellt sich für mich die Frage, was es jetzt für einen Einfluss hat oder was auch wirklich der praktische Nutzen ist, wenn sich eine Hochschülerschaft dagegen ausspricht oder gegen diese, das ist nicht gegen die Demonstration, klar, aber ja, das wird, denke ich, auf taube Ohren stoßen. Danke. Wolle, du hast vorher auch nochmal aufgesagt, hat sich das dann erledigt? Ja. Dann haben wir Max und dann Fabian. Ja, gerade weil wir eben HochschülerInnenschaft sind und an den Hochschulen agieren, haben wir auch eben diesen Bildungsauftrag und sollten ja sehr ganz klar zur Wissenschaft bekennen und zusätzlich halt auch gegen Rechtsextremismus und da halt Aufklärungsarbeit leisten und sagen, lernen, man marschiert nicht mit Nazis und mit Rechtsextremen. Danke. Fabian? Ich hätte nur eine Frage zu dem Punkt, dass alle Fraktionen gemeinsam zusammen gegen die Kommentare helfen sollen. Ich schätze klar, aber dass wir als Nomen dann als Insta zum Beispiel nicht dagegen kommentieren würden oder quasi dafür, aber ich kann ja keinen von den Nomen gleich vorschreiben, was jetzt aktiv. Ich kenne auch die Leute von Nomen, es würde nicht passieren, aber. Ich würde jetzt keinem persönlich irgendwie vorstellen, was er so auf Social Media postet. Also, darf ich da ad hoc kurz antworten? Also, die ÖH soll ja nicht die Fraktionen zwingen zu antworten, sondern einfach nur fragen: Herr Leon, sind wir bitte miteinander einig und gehen wir dagegen vor? Man kann nur bitten, ÖH kann keiner Fraktion was zu schreiben in dem Sinne. Ja, aber auf jeden Fall, da gebe ich da vollkommen recht. Die Fraktionen, die dann nachher in dem Sinne Solidarität sagen wollen, sollen das dann machen und die nicht. Nein, war nur vorher gemacht. Maggie, bitte. Ich wollte nur ganz kurz zwei Sachen hinzufügen. Also ganz kurz vor allem zu Dank. Es darf eh jeder vom Privataccount seine eigene Meinung schreiben. Aber ich glaube, da geht es eher um das, dass ich halt dann nicht schreibe, ich bin in der ÖHJPU und bin in der Fraktion und finde das aber nicht so zum Beispiel. Ja, war ja so Frage, persönlicher, unabhängiger, also unabhängig von dem, was ich da habe, braucht, dann kann ich keiner was dazu natürlich. Und zu dem, was du gesagt hast, Fabio, ich glaube, es ist eh gar nicht das Thema jetzt so extrem, dass man sich den Fokus auf das setzen sollte, dass man die Personen, die jetzt extreme VerschwörungstheoretikerInnen sind, aufklärt, sondern der Fokus ja eher auf dem liegen, dass man halt aufzeigt, dass es nicht okay ist, Antisemitismus eben herunterzureden. Und ich glaube, da geht es nicht darum, dass ich irgendwie sagen muss, hey, das ist wissenschaftlich oder das ist nicht wissenschaftlich, sondern einfach, dass ich sage, hey, es ist nicht leibend, dass sie wer an Übungsstelle aufbieten und ihn draufschreibt, so zum Beispiel. Und ich glaube, auf dem sollte der Fokus eher liegen, bei dem Antrag. Gibt es noch weitere Wortmeldungen zu diesem Antrag? Es war zuerst der Mobi und dann die Claudia, bitte. Wie würden dann konkret, also der Antrag muss ja dann irgendeine Konsequenz haben, wie konkret ist dann sozusagen die Konsequenz aus diesem Antrag? Gibt es denn irgendwas, das man speziell machen soll oder wird das einfach nur beschlossen und dann, also... Ja, es gibt, es sind... auf Social Media sind Postings erstellt werden, wo eben aufgeklärt wird und diese Demonstrationen halt kritisiert werden und Gegenproteste sollten unterstützt werden. Es wird gemeinsam mit dem Bildungs- und Gesellschaftsreferat für Bildungs- und Gesellschaftspolitik soll es eine Presseaussendung geben. Genau, in die Postings wird dann nachher auch noch drinnen stehen, dass man sich gegen Geschichtsrevisionismus ausspricht, Rechtsextremismus und Antisemitismus da halt in Bezug auf diese Corona-Demos. Eine ganze Serie werden sozusagen von Postings oder... Ja, kann man durchaus aus. Genau, und das Ganze soll halt nur bis April passieren.
weil es natürlich auch aktuell sein wird. Mhm. Claudia, du hast noch aufgezeigt. Ich glaube, ich kann uns da immer wieder herumdiskutieren, wir kennen es eh. Ich will trotzdem nur einmal sagen, weil es ich selbst auch mitgekriegt habe und teilweise auch selbst in Social Media in der ÖH tätig war, und wie das einmal das gesellschaftspolitische Thema aufgerufen haben, das sind wirklich extreme Drohungen daherkommen. Ich hoffe, du, Wolle, du kannst das auch bestätigen, dass das sicher nicht lustig ist und auch sicher viel sagen, sie unterstützen uns da dabei, aber da hängt man ja trotzdem monatelang dran, was da für Morddrohungen teilweise daherkommen. Ich weiß nicht, ob wir das als ÖH und gerade trotzdem auch der Vorsitz, der dafür steht, dass das Person trotzdem sie es anmuten will, dass trotzdem auch unsere ehrenamtlichen Personen, die einfach da arbeiten, wirklich Morddrohungen kriegen. Ich weiß nicht, ob es dafür steht, muss ich echt ganz ehrlich sagen. Inhalt braucht man überhaupt nicht diskutieren, sind wir alle einer Meinung. Jetzt ist die Frage, ist es das überhaupt wert, dass wir da so eine Riesendiskussion und trotzdem auch die Spaltung, was die Vanessa angesprochen hat, und es ist trotzdem eine Spaltung, auch nicht, wenn es 50-50 ist, aber es gibt einen Teil, die da anders denken. Ich weiß nicht, ob es uns das wert ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir sind trotzdem in keinem Gemeinderat, wir sind eine Universitätsvertretung, wo wir Unipolitik machen. Vier Studierende an der Uni und nicht am Hauptplatz. Danke. Maggie war noch und Wolle, zeigst du auf oder ist. Okay, dann Maggie. Ja, bitte. Wie ich es gestern auch schon gesagt habe, wenn ihr das jungen ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen nicht antun wollt, ich kann mich gerne dazu bereit erklären, solche Postings zu betreuen, auch sehr dauerhaft, wenn wir Angst haben, dass das länger dauert. Mir trifft sowas nicht mehr ganz so, weil ja, ich bin es halt ein bisschen gewohnt durch Social Media. Es ist leider so, dass dort hin und wieder ein bisschen ruppiger zugeht. Darf man halt nicht ganz so ernst nehmen, beziehungsweise Drohungen anzeigen. Das ist ein Aufwand von wenigen Minuten. Auch darum kümmere ich mich gern. Und ich glaube, wenn man solche Drohungen kriegt, zeigt das nur umso mehr, warum man überhaupt sowas machen muss. Okay, Maggie, du hast noch. Ja, zack. Und ich wollte einfach noch anmerken, dass das halt genau das ist, wo es doch geht, wenn ich meine Meinung hochkomme, muss ich damit rechnen, dass ich die Idee erfahre. So. Dann haben wir zuerst den Stefan und dann Basti, bitte. Genau, ich bin jetzt sehr lang zurückgehalten mit einer Wortmeldung, aber ich merke halt, mich dann als junges Mandatar dazu melden. Und zwar, da schließe ich mir vollkommen der Claudia an und Wolle, ich finde das Angebot super, was du machst. Aber das kann man halt nicht so gezielt dann sagen, das betrifft dann nur in Wolle, es betrifft halt dann die ganze ÖH, diesen Shitstorm. Und es ist halt wirklich schwarz um Überlegen, hey, sollen wir uns das dann wirklich antun? Und ich kann einfach nur dazu sagen, ich sehe da die Stadt Linz in unserem Fall, das Land Oberösterreich und die Bundesregierung in Verantwortung. Mhm. Basti war noch und dann haben wir Max und Maggie. Also ich verstehe jetzt, dass man eine Meinung kundtun will und die Meinung dann auch vertritt, aber ich sehe nicht die Aufgabe der ÖH, eine Meinung zu vertreten in dieser Hinsicht, sondern die Aufgabe der ÖH ist hier, die Studenten zu vertreten und jetzt nicht aktiv gegen oder für Meinungen hier zu argumentieren. Geht jetzt auch in eine Richtung von bildungspolitisch, aber ich glaube, das ist einfach mehr Aufgabe der Fraktionen selber und nicht der ÖH. Und ich hätte noch eine Frage zu den Gegenprotesten, die zu unterstützen, wie genau, wie soll das sein, dass wir dann selber Gegenproteste organisieren oder einfach nur dazu aufrufen oder wie darf man sich das vorstellen? Dazu aufrufen. Danke, dann haben wir Max und Maggie. Als VertreterInnen der Studierenden betreiben wir aktiv Politik, Interessenpolitik. Wir dürfen nicht vergessen, als ÖH haben wir dieses allgemein politische Mandat, was auch umso wichtiger ist, weil wir als Studierenden Teil dieser Gesellschaft sind und somit auch gesellschaftspolitisch uns äußern sollen und dürfen.
wenn wir da jetzt drinnen sitzen als gewählte Personen, betreiben wir Politik. Und ich glaube, als Politikerin oder Politiker steht man in der Öffentlichkeit. Und ja, es sollte nicht so sein, dass man angegriffen wird, aber man macht sich automatisch angreifbar, indem man in der Öffentlichkeit seiner Meinung kundtut. Wurscht, ob das jetzt konservative Ansichten sind, sozialistische oder sozialdemokratische Ansichten und liberale Ansichten. Wir tun ja das tagtäglich und machen uns ja angreifbar. Das ist ein Thema, was interfraktionell angegangen werden muss. Und ich möchte da jetzt nur mal aufrufen, machen wir das, bekennen wir uns und gehen unserem bildungspolitischen, aber auch unserem wissenschaftlichen Anspruch gerecht und gehen wir das an. Mhm. Danke, ich möchte dazu auch noch abschließend was sagen. Ich würde sagen, wir starten dann einfach in die Abstimmung. Wir haben, glaube ich, genug diskutiert. Ich sehe es auch so in... Entschuldige, Fabian, hast du... Ich würde noch vor der Abstimmung kurz auf die 5-minütige Unterbrechung machen, bitte. Passt. Ich sehe das auch so, ich glaube, ich kann auch für den gesamten Vorsitz nochmal reden. Wir sehen das inhaltlich genau gleich. Ich sehe das auch, dass wir in gewissen Themen auch unser gesellschaftliches Referat da ein bisschen freie Hand geben, auch in diesen Themen, muss man auch sagen, ist in letzter Zeit oder in der Vergangenheit vielleicht nicht ganz so ausgenutzt worden, wie man das vielleicht machen hätte können. Bei diesem Thema muss ich aber schon auch sagen, und ich merke es immer wieder, gerade auf Foren, die anonym sind, dass da ganz, ganz viel Hass gegen die ÖH kommt. Natürlich ist es anonym und das finde ich total furchtbar. Und speziell auch gegen den Vorsitz und natürlich auch gegen mich, weil ich natürlich als Vorsitzende mehr oder weniger ein bisschen das Gesicht nach außen bin. In gewissen Maßen hält man das auch aus, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, ansonsten kann man diesen Job auch nicht ausüben, das muss einfach ganz klar gesagt sein. Wie du sagst, wenn man das macht, muss man auch damit rechnen und man macht sie angreifbar. Es ist aber in der letzten Zeit immer wieder vorgekommen, nicht nur gegen mich, sondern auch gegen Studienvertretungen. Und bei diesem Thema muss ich auch den Appell nochmal richten, finde ich ganz, ganz, ganz schwierig, weil hauptsächlich dann wir drei da quasi das Hassobjekt werden, wenn man das so formulieren kann, um das wirklich jetzt ganz extrem auszudrücken und mich auch nochmal zu bedenken geben, ob das dann dafür steht. Inhaltlich natürlich und auch, weil was du sagst, dass es überhaupt so weit kommt, ist auch schon sehr bedenklich, es passiert aber leider und ja, wollte ich nur einmal zu bedenken geben. Ich glaube, von der Nomen gibt es nochmal eine 5-minütige Sitzungsunterbrechung vor der Abstimmung. Wenn es keine Wortmeldungen mehr gibt dazu. Und ja, ich würde sagen, wir machen in 5 Minuten weiter mit der Sitzung. Das heißt um 19:17 Uhr.
Sehen wieder. Sehr gut. Kurz vielleicht nochmal. Sind während der Pause Diskussionspunkte aufgekommen? Ich wollte noch fragen, du hast irgendwas gesagt bezüglich Erfahrungen von der Bundes-ÖH. Könntest du denn das noch berichten, Die Erfahrungen sind? Ich glaube, berichten besser kann der Wolle, was da so gekommen ist. Ich habe heute, weil das mich natürlich mehr oder weniger auch als Person ein bisschen betrifft, erkundigt und mich nochmal versichert, dass da auch wirklich zu Drohungen in irgendeiner Form gekommen ist. Wie ernst man das meint, sei dahingestellt, aber ich würde solche Sachen einfach nicht unterschätzen. Aber Wolle, falls du da irgendwie deine Erfahrungen teilen könntest? Bezüglich Social Media, ich war fast 2 Jahre lang im Öffentlichkeitsreferat auf der Bundesvertretung als Pressesprecher, habe mich dort auch um die Social Media Accounts gekümmert, die doch relativ groß sind, und habe jetzt noch sehr viel Kontakt. Ich kann keine Details natürlich jetzt erzählen, weil es halt auf persönliche Accounts geht. Aber bei allem, was ein bisschen Diskussionsthemen sind oder alles, wo es halt verschiedene Meinungen dazu gibt, kriegst du relativ schnell sehr harte Kommentare, Beleidigungen, eben bis zu teilweise Drohungen. Das Zeichen musst du halt einfach mal moderieren und sagen wir es mal so, aushalten. Ja. Es ist persönlich teilweise sehr, sehr untergriffig, gehört halt wegmoderiert, beziehungsweise bei strafrechtlich relevanten Sachen wie Drohungen optimalerweise Anzeige erstatten. Also da kommt schon einiges daher. Ist aber, glaube ich, im handelbaren Bereich. Sonst hätte ich es nicht anboten, dass ich da unterstützend wirke. Ja, wenn sie sich nur gegen die ÖHJKU an sich bezieht, das ist dann immer die Frage. Gibt es da noch weitere? Ich würde gerne abändern. Genau, wir haben sie vorher unterhalten und hätten jetzt was gefunden, was vielleicht passender wäre. Anstatt die ersten zwei Forderungspunkte, also Antragspunkte, hätten wir sie auf einen geeinigt. Die ÖHJKU möge daher beschließen, dass die ÖHJKU auf allen Social Media Kanälen der ÖHJKU und in Form einer Pressekonferenz bis April 2022 gemeinsam mit dem Referat für Bildungs- und Gesellschaftspolitik gegen den Rechtsextremismus und den Antisemitismus auf Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen kritisiert werden und sich klar gegen jegliche Geschichtsrevisionismus positioniert. Das war der eine Punkt, und dann gab es nur diese zwei Zusatzpunkte, eben mit dass die Fraktionen Solidarität zeigen sollen, den habe ich eh vorher schon angebracht. Und der zweite Zusatzpunkt ist eben, dass die mit der Wissenschaftsfeindlichkeit, das habe ich auch vorher angebracht. Genau. Und dann würde ich gerne nur einen Formalantrag stellen auf namentliche Abstimmung. Was? Ja, ich würde sagen, wir gehen einmal zur Abstimmung. Stimmen wir einmal den Formalantrag ab auf namentliche Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag? Bitte? Nein, um das, dass wir namentlich abstimmen. Entschuldigung, müssen wir das abstimmen? Ich habe gedacht, wenn es auf Wunsch einer Mandatarin, eines Mandatars ist, dass das automatisch eine namentliche Abstimmung ist. Ich lese sofort nochmal nach. Aus der Wolle, du weißt das zufällig auswendig. Also ich kann mich natürlich irren, aber ich wollte nur darauf hinweisen. Danke, danke. Na, das ist eh gut. Das ist Paragraph 4e Absatz 9.
Passt. Ja, dann ist es so. Danke, Max. Dann werden wir eine namentliche Abstimmung machen. Ja, machen wir das jetzt reihum oder wie? Bei beiden? Nach der Größe der Fraktionen noch. Protokollführerin ist bereit. Dann machen wir zuerst den Zusatzantrag von Max. Dann starten wir bei der AG. Satzung. Bitte? Zuerst den Zusatzantrag. Diese zwei Zusatzpunkte, oder? Naja, du hast Abstimmungsreihenfolge, Hauptantrag. Wenn der Hauptantrag positiv abgestimmt wird, dann kannst du die Zusatzanträge erst abstimmen. Aber die Punkte sind doch im Einverständnis des Antragstellers. Ich habe gedacht, das ist dann wie bei den anderen Anträgen dann automatisch geeint zum Abstimmen. Da haben wir doch vorher geredet, dass der Antrag sein wird, dann diese zwei extra Punkte. Okay. Genau, das habe ich vorher gesagt, weil es eben ein bisschen Ding ist, dass man als erstes den einen Punkt, den was ich gerade vorgelesen habe, abstimmen und dann nachher diese zwei Zusatzanträge. Gut, das heißt, wir stimmen jetzt über diesen Hauptantrag an mit diesem Punkt, den du quasi die zwei Punkte auf einen Punkt zusammengefasst hast. Genau. Sollen wir das erleben oder ist es allen klar? Bitte zur Sicherheit Listennummer. Okay. Die ÖHJQ möchte daher beschließen, dass die ÖHJQ auf allen Social-Media-Kanälen der ÖHJQ und in Form einer Pressekonferenz bis April 2022 gemeinsam mit dem Referat für Bildungs- und Gesellschaftspolitik gegen den Rechtsextremismus und den Antisemitismus auf Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen kritisiert werden und sich klar gegen jeglichen Geschichtsrevisionismus positioniert wird. Bitte? Wird das jetzt wirklich Pressekonferenz heißen, weil du vorher gesagt hast, Entschuldigung, Presseaussendung. Ich glaube, das. Presseaussendung. Ganz klar, keine Pressekonferenz. Haben wir sie einmal verschreibt. Sehr gut. Dann stimmen wir zuerst über diesen Antrag ab. Starten namentlich beim Tobias Leitner der AG. Gegen. Basti von der AG. Dagegen. Janot. Claudia. Kontra. Okay. Danke, ich habe es gerade akustisch nicht verstanden. Nadine. Dagegen. Dann ich, Vanessa von der AG. Dagegen. Gegenstimme. Also Janot, VSSTÖ. Maximilian Niedermeyer, VSSTÖ, dafür. Hanna Obereigner, VSSTÖ, dafür. Christina Rössel, VSSTÖ, dafür. Daniel Hinterlechner, VSSTÖ, dafür. Markus Staatsmann, VSSTÖ, dafür. Dann kommt das nächste, die Nomen. Fabio Übelhör, Nomen, dafür. Fabian Wagner, Nomen, dafür. René Meyer, Nomen, dafür. Mhm. Dann kommt der Stefan. Jonas, also. Jonas, dagegen. Mhm. Ösel dafür. Dann haben wir 7, 8 Gegenstimmen. Also, ausgelassen worden. Ach, entschuldige. Wann das AG, entschuldige. Oh ja, weil ich das AG gelesen habe, jetzt habe ich die ganz übersehen. Dann haben wir 8 Stimmen dagegen und 9 dafür. Somit ist der Antrag, zumindest einmal der Hauptantrag, angenommen, dann kommen wir zu dem Zusatzantrag. Kommen wir mal zum ersten Zusatzantrag. Die ÖHJQ möge daher beschließen, dass die ÖHJQ alle Fraktionen dazu anhält, Solidarität zu zeigen und gegebenenfalls geeint auf negative Reaktionen entgegnen. Mhm. Gut. Ich habe eine Frage oder Wortmeldung. Wenn es denn darum geht, dass sich die Fraktionen dem geeint hinter dem stehen oder dem Kritik entgegnen, wäre es vielleicht sinnvoll, wenn man die Presseaussendung bzw. die Posts vorher mal, bevor sie veröffentlicht werden, teilt. Kann man gerne machen. Ich weiß nicht, ob es da einen eigenen
Antragspunkt braucht dafür? Nein. So, gut. Und wir kennen die Wortmeldung ins Protokoll. Ja. Ja. Mhm. Alles für die in Ordnung. Das muss ins Protokoll geben. Ja, also die Presseaussendung sowie die Facebook-Posts sollen vor der Aussendung geteilt werden. Mhm. Gut. Du hast das vorgelesen? Ja. Dann starten wir wieder, diesmal beim Johannes, entschuldige. Johannes von der AG. Das läuft gerade. Was denn, reden wir dagegen? Dagegen. Fuchs Vanessa dagegen. Maximilian Niedermeyer, VSSDÖ dafür. Hanna Obereigner, VSSDÖ dafür. Christina Rössel, VSSDÖ dafür. Daniel Hinterlechner, VSSDÖ dafür. Margaret Staufner, VSSDÖ dafür. Fabio Übelhör, No Man dafür. Fabian Wagner, No Man dafür. Ben Meyer, No Man dafür. Der Burgsteller dagegen. Wolfgang Dentner, ÖSO dafür. Dann haben wir wieder 7 Kontrastimmen. Wenn wir heute schon so genau sind und das ins Protokoll schreiben, möchte ich bitte auch nur einmal für die AG protokollieren, dass es da tatsächlich nicht um den Inhalt geht. Wir sind inhaltlich natürlich voll dabei. Uns geht es einfach um die Nebenwirkungen gegen unsere ÖHalerinnen und ÖHaler, die das Ganze ehrenamtlich machen. Und wir wollen denen einfach diesen Unmut und Ärger und was auch da daherkommt, nicht antun, das bitte noch zu protokollieren. Nicht, dass man diese Abstimmung dann falsch versteht, wenn wir es schon namentlich machen wollen. Genau. Ja, somit ist dieser Antrag und auch die Zusatzpunkte. Anna Feldmann? Ein Zusatzpunkt? Dann haben wir nur einen. Die ÖHJU möge daher beschließen, dass die ÖHJU die Wissenschaftsfeindlichkeit dieser Corona-Demos durch Aufklärungspostings auf den Social-Media-Kanälen aufzeigt. Mhm. Dann starten wir wieder beim Johannes, bitte. Ja, müssen wir aber dagegen. Tobias Leitner dagegen. Sebastian Riemer dagegen. Ja, Britzimmer dagegen. Klaria dagegen. Vanessa dagegen. Maximilian Niedermeyer, VSSDÖ dafür. Hanna Obereigner, VSSDÖ dafür. Christina Rössel, VSSDÖ dafür. Daniel Hinterlechner, VSSDÖ dafür. Margaret Staufner, VSSDÖ dafür. Fabio Übelhör, Nomen enthalten, wenn das da gilt bei der namentlichen Abstimmung. Ja. Fabian Wagner, Nomen enthalten. Stefan Burgstaller dagegen. Wolfgang Dentzener, Familie Flöhr, ÖSO, sorry, Wolfgang Dentzener, ÖSO dafür. Dann haben wir 3 Enthaltungen, 8, 9 Stimmen und der Rest 2 Stimmen. Somit ist dieser 2. Punkt von dem Zusatzantrag abgelehnt worden. Haben wir 8. Enthaltungen, 8 dafür, genau, so. Also 8 dagegen, 3 Enthaltungen und der Rest ist dafür. Sondern somit 6. Ja. Sehr gut. Ist trotzdem der 2. Punkt abgelehnt. Immerhin 2 von 3. Gratuliere zum Antrag. Dankeschön. Kommen wir zum nächsten Antrag und auch zum letzten Antrag. Claudia, bitte. Ja, die Stadtbahnanbindung zu NordQU. Ich glaube, die meisten sind bei Olders, wird man kennen, die Stadtbahn, die auf verschiedenen Linien fahren soll, vor allem auch zur Universität vom Bahnhof. Das ist natürlich für alle Studierenden, die dort pendeln, ein riesengroßer Vorteil ist. Daher möge sich die Universitätsvertretung der ÖHJU möge daher beschließen, dass sich der ÖH-Vorsitz für eine Priorisierung jener Mobilität einsetzt, sich der ÖH-Vorsitz für die Gültigkeit des Klimatickets für die Stadtbahn einsetzt, sich der ÖH-Vorsitz für eine Konkretisierung und rasche Fertigstellung einsetzt. Mhm. Gibt es Fragen dazu? Bitte. Ich würde gerne was anmerken bzw. hinzufügen zum Antrag.
es ist ja so, dass viele Studierende an der JKU jetzt nicht unbedingt in Linz wohnen, sondern außerhalb eurer Linz-Umgebung oder generell auch München und andere Gegenden Oberösterreichs. Und deswegen hätte ich den Vorschlag, dass sich die ÖHJKU auch für den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Oberösterreich einsetzt. Claudia? Ja, mein, soweit ich weiß, Frau Mühlviertel wird die Stadt dann eher gleich und selbst bei einer Kirche muss das auch durchgehen, privat und so weiter. Aber ja, vielen Dank. Aus Oberösterreich war das jetzt. Genau. Gibt es weitere Anmerkungen? Ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Sehr gut, somit ist der letzte Antrag einstimmig angenommen. Hat ja auch Themen, wo man sich einig ist. Das ist sehr schön. Sehr gut. Haben wir einen vergessen? Haben wir einen vergessen, habe ich einen überblasen, die sinnvollen Lernzonen. Genau, entschuldige. Dann kommt nur einer vom Daniel. Genau. War ein Antrag auf sinnvolle Lernzonen. Und sorry, dass ich euch jetzt das Ende ein bisschen ausgeführt habe. Wir schon über sind. Ja, das Lernen ist das Studenten, der Studentin täglich Brot. Dazu braucht es auch dementsprechenden Gebäude bzw. Flächen, wo man das auch machen kann. Die sind in der letzten Zeit viel gebaut worden, allerdings sehe ich eigentlich nicht so viel, wenn man das erhoffen würde. Das ist zwar das Learning Center gegründet worden oder erbaut worden, aber es ist auch nicht wirklich das goldene vom Ei, meiner Meinung nach. Also es hat etwa seine Tücken, ein paar Sachen sind nicht so gemütlich, beziehungsweise die Kapazitäten für alle Studierenden wären auch nicht erfüllt. Daher dieser Antrag, der Folgendes beinhaltet, also die ÖHJKU möge da beschließen, dass ein dezidiert den Studierenden gewidmetes Gebäude errichtet wird, dieses Gebäude durch die ÖH selbst verwaltet wird und somit auch alle ÖH-Räumlichkeiten beherbergt, dieses Gebäude mit ausreichenden, wirklichen Lernplätzen und Konferenzräumen ausgestattet wird, die 24/7 durch ein Online-Raumbuchungssystem genutzt werden können, zudem vor dem Gebäude genug Lernplätze bereitgestellt werden, damit bei schönem Wetter auch draußen gelernt werden kann. So, jetzt der Antrag, so wie ihn einbracht hat, ich würde da kurz noch was abändern, und zwar der erste Punkt ergänzen, also die ÖHJKU möge da beschließen, dass sich die ÖHJKU dafür einsetzt, dass ein dezidiert den Studierenden gewidmetes Gebäude errichtet wird. Beim zweiten Punkt folgendes ergänzen, dieses Gebäude durch die ÖH selbst verwaltet wird und somit auch alle organisatorischen und beratenden Teile der ÖH beherbergt werden. Danke. Gibt es Fragen? Anmerkungen? Ergänzungen? Irgendwas in die Richtung? Ich habe es jetzt sehr richtig verstanden, es geht jetzt darum, dass wir uns dafür einsetzen. Für das Gebäude. Sehr gut. Wenn es keine Wortmeldungen mehr gibt, dann stimmen wir jetzt den wirklich letzten Antrag ab. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Sehr gut, somit ist auch dieser Antrag einstimmig. Passt. Dann schließen wir Tagesordnungspunkt 13, kommen zu Tagesordnungspunkt 14, Allfälliges. Hat da wer noch eine Wortmeldung dazu? Bitte? Vielleicht hat das schon zum Gericht vom Vorsitz gehabt zu passen. Ich wollte nochmal nachfragen, ob es schon was gibt zwecks Magistrat und nächstes Semester eventuell wieder für alle Fensterfeste. Im Sommer hier ist ja, es ja, ja, nur ja. Bescheinigung. Ja, ich weiß, was du meinst. Weiß man da schon mehr? Ich bin dran, ich erreiche aber keinen. Ich habe da schon mehrmals angerufen und Mails geschickt, aber ich bin auf jeden Fall dran. Ja, wenn es da irgendwelche Updates geben, schicke ich es natürlich sofort durch. Okay. Sehr gern. Gibt es noch weitere? Aber fällt nochmal die Bescheinigung, oder? Abgenommen ist, glaube ich, schon. Es war noch keiner da, ne? Ah,
Aber ich glaube, so, ja, wenn das dann einmal passiert ist, dann geht es schnell. Hoffe ich zumindest. Gibt es weitere Wortmeldungen zu Allfälliges? Ist nicht der Fall. Ich möchte noch ganz, ganz kurz was sagen. Ich habe es vorher zwar eh schon angesprochen bezüglich diese anonymen Foren, die es da gibt, wo man anonym quasi was schreiben kann, dass es da, zumindest aus meiner Sicht, vermehrt gegen die ÖH, beziehungsweise auch ganz, ganz oft, was mir auffällt, gegen die Studienvertretung irgendwie ein bisschen geschossen wird. Um das jetzt klarzustellen, wenn es da um meine Person geht, in diesem Bereich, wie ich schon gesagt habe, ich halte das aus, das ist mir auch klar. Aber gerade an die Studienvertretungen möchte ich nur einmal appellieren und Danke sagen, ihr macht eure Arbeit super. Bitte lasst euch da nicht unterkriegen durch solche anonymen Sachen und ja, einfach weiterarbeiten wie bisher. Wenn wir das Beste rausholen, dann glaube ich, muss man sich sowas nicht zu Herzen nehmen. Also da nochmal ein großes Danke an alle Studienvertretungen bzw. alle ÖHlerinnen und ÖHler, die da freiwillig einen Einsatz zeigen, nehmt sich das nicht zu Herzen. Und kurz nur zur ÖH-Umfrage. Wäre super, wenn wir alle da bei der Bewerbung ein bisschen Gas geben, dass wir wirklich eine Umfrage haben, die dann auch dementsprechend was aussagt. Genau, wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, bitte mal. Nur die Bitte an die Verteiler von der TNF, bitte irgendwo da hinlegen auf den Tisch und auch nicht alles zusammensammeln. Danke. Okay. Ja, wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, dann schließe ich Tagesordnungspunkt 14 Allfälliges und um 19.43 Uhr die Sitzung der Universitätsvertretung.